Shaggy, TJ, die Liste der Sommerkönige ist lang und heute kommt ein neuer Eintrag hinzu. Wir sind im Finale, oho, des großen Sommerquizzes 2023. Wir suchen den Sommerkönig of the Ring. Es sind zwei Herausforderer hier angetreten, die haben sich durchgesetzt im Viertelfinale. Sie haben sich durchgesetzt im Halbfinale und jetzt sind wir im Finale. Wir haben, ich würde sagen, den Herausforderer, Chris Melzig, ein auch Wrestler, zumindest bezeichnet er sich manchmal so. Er hat sich durchgesetzt und hat sich gegen den Maxter und gegen den Flöter ins Halbfinale buxiert. Und auf der anderen Seite, ich würde sagen, es ist der bekannteste Mann im Finale, denn er war bis jetzt immer dabei, unser TJ, Alexander Biedranowski, der amtierende, noch amtierende Sommerkönig. Alexander, glaubst du, dass du das heute verteidigst oder hast du so viel Angst vor dem Chris Melzig, dass das nichts wird? Also wenn es der Moderator hinkriegt, meinen Namen richtig zu sagen, dann sollte es auch kein Problem sein, heute alle Fragen richtig zu beantworten. Falls der Moderator nicht wieder die Antworten auf seine eigenen Fragen nicht kennt, wie vor zwei Jahren, lieber Marcel, ja. Ich weiß nicht, worauf du anspielst. Ich habe sämtliche Antworten gewusst. Du hast die falschen Fragen gestellt. Krall dir die Krone, heißt es, Chris. Krallst du dir heute die Krone? Ja, sicher. Ich bin top vorbereitet. Ich kenne den TJ. Ich weiß, was er weiß und was er nicht weiß. Und damit werde ich heute glänzen. Ich hole mir die Krone. Ah, schauen wir mal, ne? Der Bloodborne, der war in der ersten Runde unser Wildcard-Kandidat aus dem Tippspiel, den hat der Teacher ganz, ganz knapp geschlagen. Gegen den Textmann, gegen den Tobi war es dann schon ein bisschen eindeutiger. Jetzt sind wir im Finale. Ich sage noch einmal, genau wie in den Runden vorher, ihr dürft nicht cheaten, ansonsten spendet euch der John Moxley Blut. Was ihr machen dürft, ist Notizen schreiben. Das erlaube ich euch, ein bisschen schreiben, was ihr wollt. Google natürlich nicht und so weiter, das ist ganz klar. Einen Mann muss ich doch ins Spiel holen, ins Boot holen. Das ist der Reflo, den habe ich immer auf dem Ohr. Oder hier die Nachrichten, immer wenn irgendwas schief läuft, und das wird auf gar keinen Fall passieren, dann schreibt er mir was, dann ist seines finales Urteil dann natürlich fix, ne? Das ist unser Notar, unser Ref, der macht das, der hat mir die Fragen gemacht, Hashtag Ref loben in den Chat. Und ansonsten habe ich eigentlich gar nicht mehr viel mehr zu erzählen, außer wer wird Sommerkönig des Jahres 2023? Sind wir bereit? Sind wir bereit? Denn wir starten mit Runde 0, würde ich sagen. Ich habe es immer dazu gesagt, im Viertelfinale und im Halbfinale, wer da die meisten Punkte holt, der startet direkt mit dem Joker. Den ersten Punkt gibt es jetzt schon. Ich habe das nochmal nachgucken lassen, weil ich das ja selber nicht mehr weiß. TJ, 18 Punkte. Chris, 22. Das heißt, ich trage das bei mir ein und auch bei euch, denn der Chris Melzig startet mit einem Joker. Irgendwo macht es jetzt Winde. Da ist er. Was bedeutet dieser Joker? Wir spielen gleich 6 Runden. Wir haben im Viertelfinale 4, im Halbfinale 5 und jetzt spielen wir 6 Runden. Das ist halt das Schöne an diesem Konzept. Und in jeder Runde wird es um Joker gehen. Ich sage das dann immer dazu. Wer diese Runde jeweils gewinnt, erhält den Joker. Und dann wird im Finalspiel, ganz am Ende, großes Finalspiel, das größte Finalspiel, was wir jemals hatten, werden diese Joker von enormer Bedeutung sein. Ja, es gibt insgesamt 10 zu holen. Mal gucken, also vielleicht geht es 5-5 aus. Vielleicht schafft der Chris Melzig auch den Durchmarsch mit 10-0. Das werden wir sehen. Ja, habt ihr noch Fragen? Habt ihr das jetzt verstanden? Seid ihr bereit für das Sommerquiz-Finale 2023? Ich habe alles verstanden. Ich habe nur noch eine Sache zu sagen. Sommerkönig zu werden ist sehr viel leichter, als Sommerkönig zu bleiben. Ja, das ist wohl wahr. Du hast auch noch die Krone da oben, ne? Schaut sie euch nochmal an. Entweder wird sie da heute stehen oder sie wird da sehen. Wir fangen an mit Runde 1. Das da heißt Abstauben. Dafür müssen wir jetzt einmal Schnips machen, denn dann wechseln wir auf ein anderes Design. Jetzt schon im ersten Spiel. Das ist direkt Action angesagt. Und los. Und so sieht das jetzt hier aus in unserem ersten Spiel. Wir werden dieses Spiel 4-mal spielen, das ist das Einzige. Hier gibt es nämlich 4 Joker zu holen. Es ist eine Art Familienduell, wer das noch kennt. Also wer jetzt nicht so ganz jung ist. Ich habe gehört, der Tobias Engmann, der Textmann, der kannte das nicht. Aber deswegen, ich erkläre es ja euch. Wir machen 4 Listen insgesamt. 2-mal fängt jeder an. Der vorliegt, der muss diese Liste irgendwie auffüllen. Es werden 7 Sachen gesucht, 7 Einträge. Und dann muss der irgendwas sagen. Und es wird immer aufgefüllt. Wenn ihr etwas falsch beantwortet, kriegt ihr einen X. Bei 3 Xen seid ihr raus und der Gegner ist an der Reihe. Dann steht die Liste dann so, wie sie ist. Und da muss der andere einen Eintrag finden. Wenn er einen einzigen schafft, dann hat er die ganze Liste abgestaubt und kriegt den Punkt, den Joker für dieses Spiel. Wenn er das dann nicht schafft, dann behält der Erste seinen Punkt. Natürlich auch, wenn die Liste vollständig gelöst wurde, das ist klar. Das ist auch durchaus möglich. Ich würde sagen, Herr Melzig, Sie sind der mit den meisten Punkten im Viertelfinale und Halbfinale. Möchten Sie beginnen oder möchten Sie dem TJ den Vorsprung lassen? Ich lasse meinem guten Brother, dem TJ, den Vorsprung und ziehe danach. Sehr höflich. Gesucht wird in dieser ersten Runde. Ich brauche die Wrestler, ja, die mit über einer Stunde in einem einzigen offiziellen 30-Mann-Royal-Rumble-Match standen. Also klassisches 30-Mann-Royal-Rumble-Match. Es sind 7 Wrestler, die es geschafft haben, über 60 Minuten drin zu bleiben. Und du sagst mir jetzt insgesamt im besten Fall 7 Stück. Fang's einfach an. Was ist dein erster Name? Dann mache ich es doch erstmal einfach und fange an mit dem Namen, den jeder kennt, nämlich Rey Mysterio. Der hatte ja ganz lang den Rekord.
Ja, der heißt WWE Hall of Famer Rey Mysterio. Ist der dabei? Selbstverständlich ist er dabei. Und weiter. Ich mach weiter? Ja, immer weitermachen, bis du drei Kreuze hast. Na, auf der 1, da gehört natürlich der Gunther hin. Jetzt seit dem letzten Roll. Das Maß ist da 71 Minuten neuer Rekord. Gunther hat ihn geknackt, 2023. Dann pack doch auch mal bei den Damen. Nein, weil ich Moment, glaub, nur Männer? Ich gesagt, in einem Männer, ja. Was okay. Ich gesagt habe, ich hätte es sagen sollen, ja. Dann sage ich jetzt natürlich nicht Charlotte an dieser Stelle, sondern Triple H. Triple H ist dabei. Vielen noch. Was passiert, wenn ich jetzt was falsch sagen würde? Könnte ich dann nochmal drankommen in dieser Runde? Ja, dafür gibt es ja die drei Kreuze, die daneben stehen können. Also du darfst zwei falsche Antworten geben, beim dritten ist dann der Meld sich dran und kann abstauben. Also kann man hier durchaus auch ein bisschen strategisch vorgehen und vielleicht, obwohl man noch was wüsste, absichtlich was Falsches sagen, um den Gegner in die Schuhe zu bringen. So denkt nur ein amtierender Sommerkönig, würde ich sagen. Selbstverständlich darfst du das tun. Ne, ich sag noch einen richtigen. Ich sag Ric Flair. Ric Flair ist dabei. So, und wer ist von der Länge her zwischen Ric Flair und Triple H? Nach Ric Flair kam lange niemand. Ric Flair hatte diesen Rekord ziemlich lange. Vielleicht bis... Oh! In die frühen 2000er. Vince McMahon. Vince McMahon ist nicht dabei. Vince McMahon, ich kann es dir sagen, er war über 55, aber nicht über 60 Minuten. Das ist das erste X. Und jetzt bin immer noch ich dran. Ja, ich warte. Ach, ich habe gedacht, ich hätte damit jetzt das den Chris Melzig. Nein, du darfst zwei falsche geben oder drei. Bei der darf da gar nicht bei dieser Liste. Der darf der gleich. Ja, ich habe es wahrscheinlich schlecht erklärt. Im Zweifel nicht sein. Ich sage es noch einmal. Ich bin kannst jetzt noch eine falsche sagen, dann bist du noch mal dran. Wenn du dann noch eine falsche sagst, dann hast du auf der rechten Seite drei Xe stehen. Dann ist Chris Melzig dran. Und der hat einen einzigen Versuch, um einen einzigen Eintrag zu schaffen. Wenn der auf der Liste ist, kriegt er den Punkt. Ansonsten nicht. Also ist es umso besser, wenn ich jetzt viele Einträge in der Liste leer lasse, damit es der Chris schwer hat. Ah. Nein, er muss nur einen wissen. Wenn er du alles leer hast, wissen. Dann reicht es aus. Wenn du jetzt nichts gesagt hättest, würde es ausreichen, wenn der Gunther sagt. Da muss man ich ja richtig so hier gut sein in dem Spiel. Du weißt, wie Familienduell geht. Mann. Oh nein. Oh, das ist ja total, das ist ja viel schwieriger für den, der anfängt. Also für mich. Deswegen wechseln wir ja auch. Es gibt vier Runden. Oh, Junge, ich weiß aber, Junge. Dass du die Namen noch weißt, deswegen. Doch nicht. Los. Ich will es doch nur spannend machen. Nein, ich bin ein bisschen am struggeln. Also, wo ich bei McMahon war, wäre jetzt irgendwie naheliegend Austin, aber nee, Shawn Michaels halt auch nicht, weil der 95 zusammen mit British Bulldog, das war der kürzeste Royal Rumble, da waren die Intervalle auf einmal nur eine Minute. Das hat man zum Test gemacht, das war scheiße, dann hat man es im Jahr danach wieder länger gemacht. Die waren auch nur so 30, 35 Minuten drin, obwohl sie back-to-back gegangen sind. Ich denke gerade auch so ein bisschen in Richtung Kane. Der hat viele rausgeworfen in einem Rumble, aber ich glaube nicht, dass der lange drin war in einem Rumble. Es gab doch neulich erst jemanden in den letzten zwei, drei Jahren, der irgendwie auch so eine lange Performance hatte. Nicht ganz so lange wie Gunther. Chris, du wüsstest es, oder? Du weißt alle Namen in der Liste? Natürlich. Also, weißt du denn mindestens einen Namen in dieser Liste? Ja, weiß ich nicht. Das werden wir herausfinden, wenn du drei Kreuze hast. Was ich sagen kann, es wird ein sehr langer Abend. Also wir sind beim ersten Spiel, aber ihr könnt euch Zeit lassen. Es geht um den Sommerkönig of the Ring. Das ist natürlich nichts ganz Kleines. Ne? Ich würde es auch gerne werden, aber ich kann nicht. Das ist so eine Frage aus dieser typischen Kategorie. Wenn du mich das einfach so an irgendeinem random Tag fragst, wenn ich auf meiner Couch abends chill, kann ich dir wahrscheinlich problemlos beantworten. Aber wenn ich jetzt hier sitze unter Druck, dann ist das Hirn irgendwann blank und spuckt keine Ergebnisse mehr aus. Naja, kenne ich. Ich habe mich vielleicht ein wenig versprochen an manchen Stellen bei der Anmoderation. Aber das macht nichts. DJ, ich möchte jetzt trotzdem eine Antwort von dir haben, weil sonst... auch wenn es falsch ist, ich hau mal einen Namen raus und sag Steve Austin. Steve Austin? Nee, ist nicht dabei. Aber auch über 55. Und damit letzte Chance jetzt. Ja? Komm, der meldet sich jetzt schon ran oder schaffst du noch einen vorher? Brock Lesnar ist so ein Name, der mir im Hirn rumschwirrt, aber das ergibt keinen Sinn. Der wurde ja dann immer rausgeworfen.
Ich überlege gerade so in Richtung von Leuten, die als Vorletzte, also die als Letzter rausgeworfen wurden sozusagen. Weil das gab es ein paar Mal, ähnlich wie bei Gunther und Cody, ja, dass der vorletzte Mann in dem Match sozusagen, der letzte, der rausfliegt, dass der lange drin war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie lange er in dem Jahr drin war, aber ich nenne als Antwort mal Roman Reigns auf der 3 oder 4. Roman Reigns war in dem Royal Rumble, den du meinst, 59 Minuten und 48 Sekunden drin. Das komm, heißt, es ist ein drittes Kreuz. Der hätte es nicht 12 Sekunden länger aushalten können, oder was? Der Tribal Chief. Er hat es nicht geschafft. Ach, wie erbärmlich. Wirklich. Die Regeln sind jetzt wie folgt. Eine richtige Antwort und du kriegst den Joker. Ist die falsch, kriegt der TJ den Joker. Okay, ich habe jetzt natürlich nebenbei schon ein bisschen überlegt und es ist tatsächlich ja, du hattest schwierig. Zeit. Jetzt sag was, los. Ich hatte Zeit, du kriegst jetzt ganz kurz und schmerzlos die Antwort. Batista? Batista richtig? Nein, Batista ist nicht richtig. Habe ich Batista auf der erweiterten Liste? Nicht mal das. Die Namen wären noch gewesen, die wären eingeblendet. Chris Benoit Kane hat gewonnen. Doch? Ja. Ach, der Chris. Nein, Kane 50 Minuten ungefähr. Bob Backlund, ganz früher, das war der Jüngste dabei. Und Chris Jericho, der generell mit den meisten Minuten in einem Royal Rumble. Ich weiß nicht, ob die Regie jetzt noch die Antwort anzeigt, das ist aber auch egal. Auf alle Fälle kriegt diesen Joker der TJ und damit steht es 1-1 in Joker. In welchem Rumble war denn der Bob Backlund so lange drin? Bob Backlund war 1993 61 Minuten dabei. Ach natürlich, der kam als Nummer 3 oder so rein, 3, 4, ganz ziemlich am Anfang. Ja, jetzt weiß ich es auch. Natürlich, nächste Liste. Zack, wir machen die nächste Liste an. Diesmal fängt der Chris Melzig an. Was ich jetzt suche, ist 7 AEW-Wrestler. Und zwar die jetzt aktuell auf der Website von AEW im Roster stehen. Männliche Wrestler, die ein K am Anfang haben. Das heißt, entweder der Einzelname mit K beginnt oder, wenn es ein Doppelname ist, der Vorname. Nicht der Nachname, sondern der Vorname mit K. Es sind exakt 7 Leute. Es gibt keine Streitfälle, weil diese Liste ist jetzt im Internet verfügbar. Chris Melzig, dein erster Name. Vorname nochmal. Es gibt nicht Kenny den Nachnamen. Kenny Omega. Würde ich sagen, Kenny Omega ist bei AEW. Ist ja richtig. Kip Sabian. Kip Sabian ist für mich auch bei AEW und fängt mit K an. Absolut richtig. Mhm. Ihr da draußen im Chat, ihr könnt natürlich fleißig mitraten. Konosuke Takeshita. Oh. Ja. Ich muss nicht sagen, wie er geschrieben wird, aber genauso wird er ausgesprochen. Ja. Boah, jetzt wird es tatsächlich schon ein bisschen knapp. Man muss ja dazu sagen, du schreibst dich ja auch mit K, ne? Aber Chris Jericho in dem Fall wäre dann wahrscheinlich ein anderer, schwer, ja. Ein anderer Chris, ne? Ja. Ein bisschen schwierig. TJ macht sich Notizen. Wir sind noch auf der Liste. Nach was sind die sortiert? Gar nicht. Random. Ja. Ich habe sie nämlich am Anfang sortiert gehabt und habe ich gedacht, das wäre viel zu einfach, wenn man gucken kann, wofür was. Aha. Mhm. Wie definiert sich AEW-Wrestler? Es muss auf der Homepage stehen, der Mensch. Auf der Homepage jetzt im Roster, im aktiven Roster der Männer sein. Also nicht irgendwie so Ring of Honor-Leute, die nicht wirklich bei AEW so richtig sind. Ich kann dir nicht exakt sagen, wie die das sortieren, aber AEW-Roster. Ich denke, es wird immer ein spezielles Ring of Honor-Roster geben. Aber es gibt natürlich auch welche, die treten in beiden Shows auf. Chris, ich brauche eine Antwort. Boah, ich glaube, ich muss passen. Du kannst mir einfach ein X geben, weil ich gerade tatsächlich auf keinen Namen komme. Gib dir noch einen Moment. Geh sie nochmal durch. Kake Kikoku. Jetzt komm, Chris, komm. An der Homepage stehen die ganzen Namen. Du musst nur die Seite öffnen. Das ist aber dann schaue ich eben nach. Ah, verdammt. Ja gut, bei dem Spiel macht es tatsächlich wenig Sinn. Haben es verstanden? Ja, bei dem Spiel macht es tatsächlich wenig Sinn, wenn man einfach rät, weil man weiß ja, ob es mit K anfällt oder nicht. Ja. Chris, gibst du auf oder weißt du noch eine Antwort?
Mir fällt jetzt so spontan tatsächlich keiner mehr ein, nein. Dann gibt es 3 Kreuze für den Chris. Es ist sehr traurig. 1, 2, 3. TJ, ein Name und du kriegst den Joker. Ja, das ist natürlich überhaupt kein Problem, weil wenn man Zeit hat zu überlegen und nicht unter Druck auf dem heißen Stuhl steht, dann ist das sehr viel einfacher. Keith Lee, Commander, Kyle Fletcher und Kyle O'Reilly. Ja, ach, das sind sie alle. Das sind sie tatsächlich alle. Hinter diesem Joker hast du den definitiv verdient. Damit steht es 2-1 in Jokern für dich. Mann, das wird das ja schon wieder so ein Durchmarsch, Chris. Vielleicht ist ja die nächste Liste was für dich. Die fängt dann aber mit dem TJ an wieder. 4 haben wir insgesamt, das heißt jetzt noch 2. Wird sie eingeblendet. Sie wird. Wir gehen nach Japan. Oh nein. Ja, das ist eure Paradedisziplin. Ich weiß, ich suche jetzt unterschiedliche Gewinner des G1 Climax seit 2010. Es sind welche, die mehrfach dabei waren, die zählen nur einmal. Seit 2010 haben 7 verschiedene Männer den G1 Climax gewonnen, TJ. Nenne mir möglichst 7 davon, dann hast du es am leichtesten. Ich weiß wahrscheinlich nicht mal einen. Seit 2010 gibt's das. Nee, das gibt's schon deutlich länger, aber diese Liste fängt bei 2010 an. Das hat bestimmt der Kenny Omega mal gewonnen. Der gewinnt doch alles. Belt Collector, geiler Typ. Selbstverständlich. Ah. 2016, Kenny Omega. Ja, und der völlig außer Form geratene Kota Ibushi, der hat das Ding doch bestimmt auch schon mal gewonnen, oder? Back to back hat er es gewonnen, 19 und 20. Easy. Ja, und dann 2010 hast du gesagt. Also mit Antonio Inoki brauche ich jetzt nicht anfangen, okay. Weiß ich nicht, probier's aus. Ist das mehr so ein Gaijin-Turnier, was die Gaijins gewinnen oder die Hometown Heroes? Tja, das werde ich dir jetzt bestimmt nicht sagen. Ich gehe einfach mal die Main-Eventer durch. Okada? Okada? Selbstverständlich. Probably. Okada hat in der Zeit 4-mal gewonnen. Ja, sind es nur noch 4. Das ist die magische Zahl heute. Minoru Suzuki. Der ist leider nicht dabei. Erste X für den TJ. Ich versuche gerade in meinem Kopf irgendwie so Forbidden Door Cards durchzugehen, was da für Leute am größten dargestellt werden. Das hilft, ja. Naito, ich muss nicht den Vornamen wissen, oder? Nachname reicht. Naito reicht mir in dem Fall auch. Naito hat selbstverständlich gewonnen. 3-mal. Ja, aber das sieht man mal, ne? Vorher gesehen, oh, ich kann's nicht, scheiße, ich schaff nichts. Und zack, 4 hat er schon, der TJ. Impressive. Und das ist noch nicht das Ende. Noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das kennt sich aber auch in Japan aus, der will abstauen. Ich merke das. Natürlich. Der hat gerade eine Identitätskrise und denkt, er wäre der 5-Sterne-Chris, ja. Wüsste das sofort. Der würde dir das chronologisch runterrattern und sagen, welcher davon wie oft gewonnen hat und in welchem Jahr. Mit Datum und Match allem. Wie heißt denn der Typ da hier mit der Gitarre? Da der Highfly Flow Mann da. Sie wissen schon. Jeff Jarrett? Ich weiß, wen du meinst, aber das reicht mir in dem Fall nicht. Jeff Jarrett, der mit der Gitarre? Ah, ja. J-E-F-F-J-A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 
2010, könnte ein Problem sein. Ich überlege gerade bei jemandem, wo der in dem Jahr war, ob der da in Japan noch war. Jemand, der dann so 2013, 2014 im Performance Center gelandet ist, beziehungsweise bei NXT. Egal, ich kann ja zwei falsche sagen. Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura ist dabei als Sieger von 2011 und es fehlt nur noch ein Name. Kannst du mir sagen, aus welchem Jahr der Name fehlt? Das kann ich dir nicht sagen. Come on. Weißt du das, Chris, aus welchem Jahr der Name fehlt? Wenn der Chris sagt, es ist okay, dann kann ich es sagen. Ja. Nö und nö. Ja, es geht um einen Joker. Die Joker werden im Finalspiel sehr wichtig. Übrigens, sollte es in irgendeinem Spiel heute ein Unentschieden geben, dann bekommen beide einen Joker. Da will ich mal nicht so sein, aber das ist hier jetzt nicht möglich. Ich habe keine Ahnung. Ja, dann sag jetzt einfach, es muss auch nicht ein Japaner sein, ne? Kannst auch irgendwas sagen. Es muss nicht mal ein Wrestler sein. Theoretisch kann das jeder gewinnen. AJ Styles. AJ Styles. Nein, AJ Styles war es nicht. AJ Styles hat aber gegen Shinsuke Nakamura gekämpft, das kann ich sagen. Kyle O'Reilly. Der geile O'Reilly, so hat der Shaggy immer gesagt, dein Vorgänger als Sommerkönig ist nicht dabei. So, einer nur noch, der Titel hat es dir sehr schwer gemacht, Chris. Hast du den Namen oder hast du ihn nicht? Ich habe tatsächlich zwei im Kopf. Also entweder wäre es jetzt Will Ospreay oder Ricochet, das sind die einzigen beiden, die ich so im Kopf habe. Und ich tendiere zu Ricochet. Es ist Ricochet, dann würdest du den Joker kriegen. Es ist nicht Ricochet, kriegt der TJ den Punkt. Ich kann dir sagen, es ist nicht Will Ospreay und es ist auch nicht Ricochet. Der Punkt geht an den TJ und damit der dritte Joker. Es ist Satoshi Kojima. Tatsächlich der schwierigste Name auf dieser Liste, aber so ist es halt nun mal. Man ist Experte und man ist es nicht. TJ hat es sehr schwer gemacht. Ich denke, so Naito Tanahashi oder Okada hättest du auch gewusst, aber TJ, Glückwunsch von meiner Seite aus. 3-1 in Jokern. Und wir spielen die letzte Runde in dieser ersten Runde. Ist auch blöd, ne? Zumindest spielen wir noch einmal. Und deshalb, Chris, meldet sich an. Wir gehen wieder zurück in die WWE. Ich suche jetzt unterschiedliche Gegnerinnen von Charlotte Flair bei WrestleMania. Also auch hier, wenn da mehrere Matches vorkamen, zählt der Name nur einmal. Es sind 7 unterschiedliche Frauen und das sind sämtliche Frauen, gegen die Charlotte Flair jemals bei WrestleMania angetreten ist. Chris, okay. An. Ja, wir fangen an mit Rhea Ripley. Gerade eben gewesen. Rhea Ripley. Sie? So. Ja, ich denke jetzt mal ein Jahr zurück. Wird gleich eingeblendet. Dann hatten wir letztes Jahr Ronda Rousey. Ronda Rousey, wir machen einfach weiter, wenn das jetzt nicht klappt. Macht auch nichts. Ronda Rousey, Rhea Ripley. Rhea Ripley funktioniert nicht, macht nichts. Doch, da ist sie. Ha, danke. Dann hatten wir bei 37 wieder Rhea Ripley. 36. Ah ne, bei 36 war Rhea. Geht schon die Jahreszahlen durch. Das sollte den TJ Angst machen. Mhm. Ja, wir haben Becky Lynch auf jeden Fall. Becky Lynch ist dabei, natürlich. Ja, Sasha Banks auf jeden Fall. Sasha Banks war in einem Match mit Becky Lynch und Charlotte Flair gleichzeitig im Match. Das haben wir live gesehen im Stadion damals, Chris. 32, ich erinnere mich, da war was. Ist so. Für die Leute, die im Stadion waren, die haben damals gesagt, das war das beste Match des Abends. Im Fernsehen kam es nicht so rüber, aber im Stadion kam es rüber als beste Match des Abends. Das beste Match muss doch Triple H gegen Roman Reigns gewesen sein. Das war doch ein Kracher. Aber ich lenke nicht ab. Chris, wen sagst du noch? Ja. 3 hast du noch. Da war doch bestimmt irgendwann mal Bayley mit dabei. War Bayley mit dabei? Ja, Bayley war mit dabei. Zack, und 2 Namen fehlen noch. Jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. Also, darfst du im Finale. Es geht um alles. Lex Luger? Ist das auch nicht? Noch kein Kreuz. Chat, der weiß es bestimmt. Die schreien jetzt gerade alle. Ich kann es natürlich nicht lesen, wir sind nicht live. Aber wahrscheinlich jetzt alle. Chris, das weißt du doch! Los!
Bestimmt, 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 bestimmt. Wie der TJ sagt, also wenn du mich das so im Alltag fragen würdest, easy, aber unter Druck ist es dann doch nochmal was anderes. Ja, pass auf, dann mach mal kurz Pause hier und dann legst du dich kurz aufs Bett und dann frage ich dich einfach mal per Telefon und dann wenden wir das dann hier ein, okay? Das ist eine verdammt gute Idee, ja, ja, klar. Sehr gut, ne? Nein, wir sind hier im Sommerquiz-Finale, ja, da gelten ganz andere Gesetze. Also, Antwort, jetzt. Ah, Asuka haben wir noch, natürlich, WrestleMania 34. Ah, wie Asuka, ja, ja, WrestleMania 34, ja. Und damit fehlt noch ein Name, genau wie gerade. Könnte das sein? Zweimal darf er falsch antworten und in dem Fall lohnt sich tatsächlich raten, anders als gerade. Ich bin jetzt mal ein fairer Sommerkönig und gebe dir den einen Tipp, dass ich bei dieser Liste, anders als bei der zweiten Liste, in der Reihenfolge durchaus ein Schema erkenne. Ja. Das hilft ihm nicht, sonst hätte er jetzt schon was gesagt. Doch, das hilft mir. Ist es Naomi? Nein, ist nicht Naomi. Die war auf der anderen Seite. Hatte da ihr Match gehabt in dieser Five-Pack-Challenge. Erstes Kreuz. Ja. Eine Gegnerin fehlt. Chris, lass uns wenigstens an deinen Gedanken teilhaben. Okay, ich gehe mal davon aus, dass die Liste irgendwie chronologisch ist, weil Rhea Ronda Asuka, das ist schon irgendwie eine Reihe. Siehst du, ich verlerne schon das Reden, weil ich so konzentriert bin. Ja. Das heißt, es muss irgendwas zwischen 34 und 32 sein, 33? Ja, da ist nicht viel zwischen 34 und 32. Ja, 33, aber es muss ja dann ein Multi-Women-Match gewesen sein und da überlege ich halt, wer der Teil von dem Multi-Women-Match war. Das ist gerade mein Punkt. Also ich bin mittlerweile bei WrestleMania 33. Das ist für mich jetzt schon klar. Jetzt ist nur die Frage, wer da mit am Start war von den Frauen. Ja, das frage ich dich. Das frage ich mich selbst. Ich halte die Spannungsmusik nicht mehr aus. Ich brauche jetzt eine Antwort. Okay, Alexa Bliss? Alexa Bliss war auch bei WrestleMania, aber nicht gegen Charlotte Flair. Letzte Möglichkeit für dich, sonst gibt es einen Abstauber von TJ. Ob es den gibt, ist die Frage, weil ich hatte Alexa Bliss auch als Kandidatin für dieses Match bei WrestleMania 33 auf dem Schirm. Einmal im Jahr ist Sommerquiz-Finale. Da kann man mal ein bisschen überlegen, aber Chris, wir haben jetzt eine halbe Stunde gespielt an dem ersten Spiel, an dem ersten von 10. Ja, also wir haben doch keine Zeit. Ich sag einfach. Naja, Jax, keine Ahnung. Jetzt kommt der auch noch drauf. Naja, Jax ist richtig. In einem Match. Zusammen mit Bailey und mit Sasha Banks war Nia Jax noch drin. Damit hat Chris diese ganze Liste gemacht. Es ist unfassbar. Jesus. Ja, sie war tatsächlich chronologisch. Ich habe gedacht, da merkt das doch eh keiner. Habe ich mir die Mühe nicht gemacht vorher, weil den K-Namen hätte man natürlich alphabetisch schließen können. Damit steht es 3-2 hier. Damit haben wir die Hälfte der Drucker verteilt. Wir können wieder zurück ins normale Design gehen. Das war unsere erste Runde von insgesamt 6. In der nächsten Runde ist es dann einfach. Es gibt nur noch einen einzigen Joker pro Runde. Aber das war aber schon spannend. Ich finde, da haben wir schon mal ganz gut was gemacht. Ne? Und TJ vielleicht auch ein bisschen Glück mit dem Nachziehen und dass er diese japanische Liste dann vor allem noch hatte. Ne? Ja, von wie danach steht er mit der Gitarre und so. Ja. Da bin ich ganz schön ins Schwitzen gekommen. Ich habe jetzt so viel Flüssigkeit verloren. Chris, kannst du mir mal eben was von deinem Getränk abgeben? Kein Problem. Hier, Brother. Vielen Dank. Ah. Oh. Nice. Back to the future. Da, 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 da. Wir gehen in Runde 2.
Jetzt müssen wir direkt wieder ins andere Design gehen, denn... Das ist wieder wunderbar. Ich zeige euch jetzt ein paar Bilder. Ein paar Bilder, Bilder, Bilder. Wir werden raten und wir werden sehr lustig raten. Es wird, glaube ich, eine sehr amüsante Runde für viele von uns. Vielleicht nicht unbedingt für euch, die ihr da teilnehmt. Denn wir brauchen jetzt den Buzzer-Raum. Wo habe ich ihn? Ich habe ihn hier. Ihr seid noch beide drin. Wunderbar. Reset Buzzers. Ich werde euch insgesamt 9 Bilder zeigen. Auf diesen 9 Bildern sind Actionfiguren. Wrestling-Actionfiguren. Ja! Nicht die schönsten. Möchte ich behaupten. Ich habe mir die hässlichsten rausgesucht. Ich das ist mein Spiel. Neun hässliche Wrestling. Gib mir den Joker sofort. Komm, wir sparen den Zuschauern die Zeit. Das gewinne ich. Okay, wir sind bei Spiel Nummer 3. Nein, natürlich machen wir das nicht. Oh Mann. Ihr buzzert. Ihr buzzert. Wenn ihr buzzert, sagt ihr mir eine Antwort. Ist sie richtig, kriegt ihr den Punkt. Ist sie falsch, kriegt der Gegner den Punkt. Kein Nachziehen, nichts. Einfach nur sagen, wer ist das? Und weil das ganz einfach ist, fangen wir einfach an. Hier ist das erste Bild und ihr buzzert. Ihr könnt sofort buzzern, wenn ihr es seht. Wer ist das? Chris. Das ist Mark Henry. Das ist Mark Henry, den Punkt gebe ich. Du hast nicht gesagt, dass die nackig sind. Er ist doch nicht nackig. Er hat eine Hose an, ey. Ich resette den Buzzer. Das war jetzt zum Reinkommen. Eine Hose. Das ist noch Sexual Chocolate, ne? Das ist noch so der angenehmste. Achtung, wir gehen auf Platz 2 und den halte ich nicht für so einfach. Wer ist das? Das ist der Road Dogg, Jesse James, aus der Ultimate Sprint Edition von Jax damals, wow, glaube ich. Das ist tatsächlich der Road Dogg, krass. Hätte ich nicht gedacht, der schwitzt, ne? Der kann es so machen und dann tropft er so raus. Und er hat auch Oberarme, möchte ich behaupten. Der Road Dogg. Das Bild Nummer 3, wer ist das? So, gleich kommt's. Das ist Jesse Ventura. Nee, das ist nicht Jesse. Verdammt. Du hast doch jetzt nicht schneller gebuzzert als ich. Doch, das hat er getan. Ich meine, dazu sagen, ihr müsst natürlich auch schnell antworten. Ne? Wenn ihr gebuzzert habt, dürft ihr nicht mehr überlegen. Jesse Ventura ist es nicht. Der Punkt geht an den TJ. Es ist nämlich TJ. Den Punkt kriege ich sowieso, oder? Den kriegst du sowieso. Ich dachte nur, du bist. Der ist Hulk Hogan, ist doch klar. Ja, Hulk. Das ist Shawn Michaels. Das wäre die Verarschung gewesen. Das ist Shawn Michaels als Hulk Hogan verkleidet. Naja. Lol. Hit Nummer 4. Wer ist das? Oh, ich habe einfach nur schnell gebuzzert, weil ich gedacht habe, da kommt jetzt irgendwas, was man beantworten kann. Das ist natürlich niemand anderes als Brock Lesnar. Brock Lesnar. Nein, das ist es nicht. Den kriegt der Melzig. Melzig, hast du eine Vermutung, wer es sein könnte? Das ist bestimmt Heidenreich. Nee, es ist Sid Vicious, sieht man doch. Um Gottes Willen. Ja, also wenn ihr übrigens diese Aktivität zu Hause habt, werft sie weg. Nummer 5. Nummer 5 ist besonders hart. Nee, Moment. Reset. So, jetzt Nummer 5. Wer ist das? Das ist William Regal. Nee, das ist nicht William Regal. Das ist der schwerste. Den hätte ich nicht erkannt. Punkt an den TJ. TJ, hast du eine Vermutung, wer es sein könnte? Absolut nicht. Nee, das kann man auch nicht erkennen. Das ist tatsächlich Owen Hart. Ich weiß es auch nicht. Es ist Owen Hart. Naja, machen wir schnell weiter. Auf der 6. Wer könnte das sein? Halt, Buzzer. So, jetzt. Das weiß ich. Come on. Das ist eine erste schlechte Japan-Figur von Kenny Omega. Kenny Omega ist richtig. Was heißt schlecht? Die ist doch wunderbar. Guckt euch diese Frisur an. Guckt euch diese Hose an. Es ist Kenny Omega. Es ist der Cleaner. Das sollte vielleicht auch mal gecleant werden im Kinderzimmer. 3 haben wir noch. Es steht aktuell, was haben wir? 4-2. Und wer ist das? Oh nein! Was ist das? Ja, das ist... 3, 2... Jimmy Uso. Ist es Jimmy oder Jay? Jimmy. Es ist Jimmy, tatsächlich. Punkt für den Weltsieg. 4-3. Ist ja nicht schön. Also wie aus dem Gesicht geschnitten. Es ist Jimmy Uso, selbstverständlich. 4-3. Ich habe noch 2. Das heißt, es kann jetzt entschieden werden, wenn jetzt der TJ diese Antwort weiß oder der Chris falsch rät. Wer ist das? Du hast nicht schneller gebuzzert als ich. Das kann nicht sein. Ich drücke wie ein Narrischer. Andre the Giant. Ja, natürlich. Es ist Andre the Giant und er ist hübsch. Sagen wir, er ist hübsch. Er ist vielleicht nicht die Schönheit der Natur, aber er ist in irgendeiner Weise auch hübsch. Und jetzt haben wir tatsächlich das, worauf sich jeder Quizmaster freut. Es steht 4-4. Das allerletzte Bild entscheidet und das ist jetzt wirklich, wer am schnellsten drückt. Deswegen bin ich geneigt, euch beiden den Joker zu geben, weil das nämlich unfair ist, weil es nur um dieses Programm geht, weil das wisst ihr beide. Ihr sagt es gleich auf 3, 2, 1, sagt es gemeinsam, dann kriegt ihr beide den Joker. Wer ist das? 3, 2, Sting. 1. Sting, das ist Sting. Ganz klar. Ja. Sting, it's Sting. Sting. Ja.
Es ist gerade ein Ding, keine Ahnung. Ich würde sagen, 5 zu 5, ihr kriegt beide den Joker. Es war eine sehr amüsante Runde. Ja, das ist fair. Das ist fein. Dann müssen wir dieses blöde Buzzer-Programm auch nicht auf seine Begrenzung testen. Wunderbar. 4 zu 3 steht es jetzt, wenn wir das aktualisieren. Wir gehen zurück ins normale Design. Kommen kurz runter. Sammeln uns. Ja, Joker werden noch verteilt. Oh. Ja, es war schon wieder Spiel 2, ne? Das ging schnell. Jetzt haben wir Spiel 3. Warum hatten der Chris jetzt 3 Joker? Das stimmt ja jetzt nicht. Doch, das stimmt. Der hat ja auch einen gekriegt. Ihr habt ja gerade beide einen gekriegt. Vorher stand es 3 zu 2. Ja, aber in der ersten Runde hatte der doch nur einen Joker. Der Chris, der hat doch einen gekriegt, weil er die meisten Punkte hatte. Und dann hat er den einen noch gekriegt vorher. Punkte hatte in den ersten also, zwei Runden. TJ, jetzt fangen wir wieder mit der Screw-Geschichte an. Ich bin da, hab's mir aufgeschrieben. Unsere Regie, der Tobi ist da. Und natürlich der Reflo, der jetzt in diesem Augenblick schreibt, alles korrekt. Also so ein bisschen musst du dich jetzt auch hier an die Regeln halten, finde ich. Ich wollte ja nur gucken, ob ihr aufpasst und euren Job dieses Jahr richtig macht, anders als im ersten Jahr. Ja. Ich habe alles gut gemacht. Ringsfrei zur Runde 3, würde ich sagen. Das da heißt niedrig googeln. Wenn jetzt ein Glück kommen würde, wir gehen auf Google. Es ist auch ein sehr lustiges Spiel, ein sehr einfaches Spiel, würde ich behaupten. Das ist Google, das kennt ihr, das ist eine Suchmaschine. Habt ihr bestimmt schon mal verwendet irgendwann. Ich habe, wie viele Runden sind das? 1, 2, 3, 4. Ich habe 7 Runden ausgedacht. Ihr habt das Schreibtool hier auch mit dem Buzzer, da schreibt ihr mir etwas rein. Und zwar möchte ich von euch niedrig googeln, also die niedrigsten Suchergebnisse raussuchen. Ich gebe euch eine Kategorie vor. Ihr schreibt eine richtige Antwort. Ich entscheide, ob die richtig ist oder falsch. Ihr dürft euch nicht ausdenken oder so. Es muss was sein, was ich als richtige Antwort akzeptiere. Und dann werden wir einfach gucken, wer die niedrigsten Treffer hat, der kriegt einen Punkt. Wer am Ende die meisten Punkte hat, kriegt den Joker. Soweit verstanden? Ja, würde ich sagen. Wir testen das einfach mal aus. Und zwar möchte ich als erstes haben eine typische Waffe in No-DQ-Matches. Damit fangen wir an. Da bin ich ein bisschen offener. Da könnt ihr euch ein bisschen kreativ was ausdenken, würde ich sagen. Gucken wir ja, also mal. Was ist No-DQ? Ist ein Deathmatch No-DQ? Das wusste ich, dass das jetzt kommt. Ein Deathmatch ist auch No-DQ. Alles, was man im Ring typischerweise verwendet. Also ich würde jetzt nicht irgendwie eine Kalaschnikow nehmen oder so, aber du kannst schon ein bisschen kreativer sein, wenn du möchtest. Also wenn es einmal bei einem Deathmatch-Turnier war, dann zählt es als üblich. Ich glaube dir das, wenn du sagst, es ist schon mal vorgekommen, würde ich dir das glauben. Ihr müsst natürlich auch ein bisschen Google verstehen. Ne? Es geht hier jetzt nicht um Wrestling-Wissen, es geht einfach nur um Begriffe. Wir werden das auch immer in Anführungsstrichen setzen, dass genau dieser Begriff auch gesucht wird. Wenn dann da steht, meinten sie vielleicht das und es kommt ein anderer Begriff, der vorgeschlagen wird, nehmen wir das auch nicht. Wir nehmen exakt diesen Begriff, so wie das jetzt gerade vorgemacht wird, mit dem Begriff Begriff. Ist das nicht lustig? Solltet ihr zufälligerweise das Gleiche sagen, dann müsst ihr nochmal beide tippen und was anderes sagen. Das ist, glaube ich, das Einfachste. So, der TJ hat etwas aufgeschrieben. Und der Chris. Also das, was am niedrigsten gegoogelt wird. Ja, was die wenigsten Einträge hat. Im Idealfall 0. Das ist schwierig. Okay. Herr Weber, ich möchte darauf hinweisen, dass ich Google wie ein Profi bediene. Du siehst, was ich da gemacht habe bei meiner Antwort vorne und hinten. Ja, das, was ich gerade auch erklärt habe. Das gehört auch mit dazu, ja? Ja. Ich habe was genommen. Er hat was genommen. Okay, dann ist die Antwort vom TJ. Und zwar in Anführungsstrichen. Wir setzen jeden Begriff in Anführungsstrichen. Das habe ich gerade eben erklärt. Das Wort. Habe ich nicht zugehört, Entschuldigung. Nein, was hast du genommen? Der US-amerikanische Mülltonnendeckel. Sehr gut. US-amerikanischer Mülltonnendeckel. US-amerikanischer Mülltonnendeckel. In einem Wort. Sehr gut. Nein, ich meinte nicht US-amerikanischer Mülleimer. Ich meinte US-amerikanischer Mülltonnendeckel. Genauso wie es da steht. Und wir haben 139.000 Ergebnisse. Das muss der Chris jetzt unterbieten. Okay, ich habe nur ein bisschen verwurschtelt gedacht. Ich habe Razor Wire. Ein Razor Wire. Na, Razor Wire gibt es in jedem Gefängnis in den USA. Das. Nein. Er hat es mit einem als ein Wort geschrieben. Dann würde ich das auch als ein Wort so eingeben. Und hat. Ich hab das andere schon wieder vergessen, wie viele es waren. 141.000. Wie viel war gerade? Reflo? Hat das irgendjemand behalten? Ich glaube, 2.000 weniger. Ja, ich glaube auch. 139.000 oder so. Das ist sehr knapp. Wir testen das nochmal durch, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich bin schuld. Wenn der das falsch schreibt, der Chris, also wenn der das zusammenschreibt, obwohl es auseinander ist. Nein, das habe ich gerade auch gesagt. Was meintest du, machen wir? Es sind tatsächlich 2.000 weniger. Der TJ kriegt den ersten Punkt in dieser Runde. Wow. Ah, dass es so knapp ist. Punkt für TJ, sagt auch der Ref. Das ist ein tolles Spiel, was du dir ausgedacht hast, Marcel. Das gefällt mir. Das ist gut. Danke, Schleim bringt nichts. Bester Quizmaster dieses Jahres. Danke, letztes Jahr auch. Ein WWE Premium Live Event, beziehungsweise Pay-Per-View.
Da ist jetzt nicht mehr so viel offen. Also da möchte ich jetzt schon den richtigen Namen haben. Was könnte da am wenigsten geholt sein? Ein WWE Pay-Per-View oder Premium Live Event? Wie definiert sich das? In welchen Jahren gab es Premium Live Events? Ja, oder Pay-Per-View. Du bist heute nicht so am Zuhören dabei, ne? Also egal was, du kannst auch Sachen von 92 nehmen. Das ist egal. Hauptsache ist es ein WWE Pay-Per-View, Premium Live Event, Special Event, irgendwas. Wofür man bezahlt, easy, was nicht im Fernsehen läuft. So, Chris überlegt auch. Ich habe noch keine Antwort. In unserem Google-Spiel, die Runde 3 von 6 und danach kommt das Finalspiel. So, TJ hat was. Ich auch, wir haben beide was. Dann fängt der Chris diesmal an. Chris, was hast du? Ich habe einfach Great Balls of Fire genommen. Great Balls of Fire. Das geben wir ein, wieder mit einem Tüdelü da oben. Aber das ist auch ein Lied, das ist gefährlich. Da wird jetzt natürlich das ist gefährlich, auch, das hätte ich nicht genommen. Jerry Lewis oder von dem ist das 2,38 Millionen, ja. Mhm. Ah, TJ, Ninja, was hast du? Das überprüfe ich mal gerade, wie das wirklich heißt. Was hast du gesagt, TJ? Ich habe gesagt, WWF Tuesday in Texas 1991. Okay, ich weiß, was gemeint ist. Es heißt This Tuesday in Texas ohne Jahreszahl. So würde ich das dann auch eingeben. This Tuesday in Texas. Nee, ich hab danach gesucht. Der Chris durfte vorhin auch nach Razor Wire ohne Leerzeichen suchen. Gerade war das noch in einem Deathmatch, da kannst du das dann mal machen, aber hier geht es um wahre Pay-Per-Views, die so gegeben hat. Mach das WWF da weg. WWF steht da geht ja darum, wie man das googelt. Man googelt ja nicht immer richtig, das ist ja genau der Punkt. Ich bin am überlegt, wie hieß denn, deswegen google ich ja, weil ich überlege, wie hieß denn dieser Pay-Per-View mit dem Undertaker und Hogan und dem Stuhl von Ric Flair da und dem Tombstone? Ich habe schon wieder vergessen, wie viel der Chris hatte. Oh, mehr auf alle Fälle. 27.300 für den TJ, das ist weniger, ne? Der Chris hatte was. Dann ist das der zweite Punkt schon für den TJ. Oh mein Gott. Wird das ein Durchmarsch oder wird es kein Durchmarsch? Als nächstes suchen wir eine Wrestlerin im AEW-Roster. Auch da wieder die Seite, die ich gerade genannt habe. Die muss da erscheinen und zwar mit dem Namen, wie sie da erscheint. Ich öffne das dann auch mal. Wir uns da nicht vertun, keine Mittelnamen, kein gar nichts, einfach nur der reine Name und zwar in Anführung. Wir machen aber auch jetzt keinen Quiz draus, wenn jetzt jemand sagt, eine, die nicht dabei ist, dann würde ich sagen, ihr könnt euch nochmal neu was überlegen, darum geht es ja nicht, es geht ja nur um die Google-Einträge. TJ hat etwas und TJ, da möchte ich sagen, ist auch genau so geschrieben, bin ich mir fast sicher, wo ist die gute Dame? Ja. Und Chris? Ja, auch Chris hat einen. Dann fängt der Teacher wieder an. Wen hast denn du? Natürlich die gute Abaddon. Abaddon. Und genauso wird sie geschrieben. Wie viele Einträge? Diesmal merke ich es mir. 751.000. Okay, ist natürlich auch ein Wort. Aber naja, Chris, was hast du? Ich habe einfach Amy Sakura genommen. Amy Sakura. Lieblingswrestler von uns allen. Amy Sakura. Weniger oder mehr als 751.000? Weniger, deutlich weniger. Erster Punkt für einen Melzig. Schreibe ich rein. 2-1. An die habe ich auch als erste gedacht, aber ich dachte mir, die hätte ganz viele Ergebnisse. Ha. Ja. Ich habe gedacht, wahrscheinlich, weil er dann ein feststehender Begriff ist, ne? Als Wort irgendwas, keine Ahnung. Ja, weil es auch ein Ort ist. Irgendwie. Was hattest du gedacht, Chris? Was war deine Denkweise? Weil die war gut. Ich dachte mir tatsächlich einfach, wer ist irgendwie nicht so heiß im TV und welcher Name ist quasi so verklünkelt, dass er kein Name von einer anderen Wrestlerin beispielsweise ist oder so. Ja, aber heiß genug dafür, dass du es trotzdem dann weißt. Ne? Das ist ja das Spiel. Man muss trotzdem drauf kommen. Und das hast du geschafft. Damit steht es jetzt 2-1 für dich. Wo sind wir? Jetzt haben wir die vierte. Ne? Eine Wrestling-Catchphrase mit maximal 8 Wörtern. Ich will nicht, dass ihr zu sehr eskaliert, aber hier wäre ich auch wieder ein bisschen freundlicher. Ich muss aber die Catchphrase erkennen können. Also irgendwas, was ein Wrestler regelmäßig sagt oder gesagt hat, mit maximal 8 Wörtern, auch wieder in Anführungsstrichen. Ich habe da eine Referenz genommen, daher bin ich auf die 8 Wörter gekommen. Wahrscheinlich die gleiche, ähnliche, die T-Shirt gerade hatte. Okay, TJ hat eine, würde ich durchgehen lassen. Boah, warte, das muss ja richtig geschrieben sein. Naja, okay, ich weiß, was du meinst. Ja. Da
Dann überlassen wir dann gleich der Regie, das richtig zu schreiben. Super. Ja. Dann lassen wir das so. TJ, was nimmst du? Ja, ich habe ein Problem. Mir ist keine Catchphrase eingefallen. And I don't have a catchphrase. And I don't have a catchphrase. Orange Cassidy. And I don't. Genau, alles richtig. Auch mit Apostroph. I don't have a catchphrase. Gibt Weil meine Google. Denkweise ist, das ist so frisch. Das gibt's ja noch nicht lang. Also das kann doch gar nicht so viele Suchmaschinenergebnisse ausspucken. Gute Idee. Was machst du? Das war doch richtig. Also nicht. And I don't have a catchphrase. Alles richtig. Und jetzt? Es sind 10 Ergebnisse. Exakt diese Zeichnung. And I don't have a catchphrase. Wow. 10. Es ist sogar ein Bild von Orange Cassidy dabei. Es wird eng. Chris, was hast du denn? Ja. Ich dachte, ich gehe mit irgendeinem Klassiker hier. Jet Flying, Lamson Ryan. Oh, das ist gut, ja, das ist clever. Jet Flying Limousine Riding. Da weiß unsere Regie, wie das geschrieben wird, alles. Ansonsten müssten wir das nach Jet Flying Limousine Riding. Da wird sogar angezeigt. Das ist nicht gut. Das wird mehr als 10 ergeben. Also eigentlich würde das geschrieben werden, wenn man es ganz korrekt nimmt. Also da bräuchte man vielleicht jetzt irgendwie ein Abo bei Bubble oder so. Jet minus Flying, immer mit einem Bindestrich dazwischen. Limousine minus Riding. Aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja, wir können ja beides mal ausprobieren, weil es wird beides mehr als 10 haben. Mach mal. 1070? Okay, dann vielleicht doch nicht. Oh. Was ist denn mit Google los? Machen wir irgendwas falsch? Jet Flying und jetzt mit Bindestrich? Ansonsten müssen wir den Reflow fragen. 906, trotzdem mehr. Das heißt, der Punkt auf alle Fälle ist Tita, da bin ich auch sehr dankbar. 3-1 in unserem Niedrig-Googeln-Spiel. 3 haben wir noch maximal. Es kann aber schon im nächsten vorbei sein. Wenn du mit 4-1 führen würdest, kann dann der Chris nicht mehr aufholen. Jetzt suchen wir ein Finishing-Move. Da könnt ihr auch sehr kreativ sein. Ein Finishing-Move. Also sobald ihr mir sagen könnt, der und der Wrestler hat ihn irgendwann mal so benannt. TJ guckt schon, hat sich was überlegt. Dann würde ich das schnell googeln, wenn ich ihn nicht kenne und wahrscheinlich dann gutheißen. Ah ja, gut, in dem Fall. Chris überlegt noch. Also noch einmal, sollte TJ diesen Punkt holen, hat er diesen Joker für niedrig googeln gewonnen und wir müssen die nächsten beiden Runden gar nicht mehr spielen. Sei denn, wir haben da Lust zu. Schauen. Chris, sagt dir, der TJ hat schon eine ganz gute Idee. Das glaube ich. Das glaube ich. Er hat schon so hämisch gelacht. Ich glaube. Der guckt schon so, ne? Ich vertraue ihm nicht. Das solltest du auch nicht. Das tue ich nicht. Da ist irgendwas Dummes bei rumgekommen. Aber ja, mal schauen. Was Seltenes ist dabei rumgekommen. Etwas, was vielleicht kein Mensch außer mir überhaupt noch kennt. Jesus. Tja, aber der kann ja viel erzählen, ne? Vielleicht kommt er mit irgendwas von... Na, ich laber nur. Ich mach keinen Lex Luger-Witz mehr. Nicht mehr. Okay, einfach kreativ sein. Ist das jetzt etwas, was du denkst, dass es gibt, oder hast du jetzt einfach nur irgendwas eingegeben? Nein, das gibt's, glaube ich, nun. Okay. Ja, dann sag es uns, weil ich kenn's nämlich nicht. Ich bin aber auch dumm. Wen hast du jetzt, Chris? Was hast du? Billy Goat Curse? Den Billy Goat Curse. TJ, kennst du das? Nee, was ist das? Ja, was ist das von der, erklär das. Von der Billy Kay? Ich will mich hier nicht erklären. Billy, vielleicht. Wegen Goat Ref, Coast? Das schon mal? Australia? Billy Goat Curse? Also, ich habe ja gesagt, wenn es keiner ist, wenn es kein Finisher ist, dann darfst du nochmal. Okay. Ja, es ist irgendwas mit Baseball. Das Curse of the Billy Goat ist etwas von mit Baseball. Von wem ist denn das der Finisher? Sein, dass sich jemand das als Finisher ausgedacht hat. Hast du den Namen ausgedacht? Hast du den Namen ausgedacht? Nein, ich dachte legit, dass das ist. Nein, es ist, ich gebe ihm recht, das ist der Finisher von Colt Cabana. Billy Goats mit Apostroph S, Curse. Danke. Okay, TJ. Danke. Du hast absolut recht. Ja. Danke. Goats, das ist er. Wie viele Einträge hat dieser Move? Dankeschön. 5. Ja, schön. 5. Nee, falsch, nein, es ist der Curse, nicht der Course, es ist falsch geschrieben. Ohne ja, Ohne. Ja, ha. Ja, deswegen, ich dachte, warum ist das jetzt ein Golfplatz? Schade, so, nächster Versuch. Mach Billy mal schön Goals. Das O Curse. Weg, ja, wo ja. Wo steht der hier? 9320, okay. Das, der Fluch der das kann Ziele. Ich unterbieten. Da steht es auch in YouTube, Colt Cabana, da könnt ihr euch noch den Move angucken, bestimmt ein sehr schöner Move. TJ, klär uns auf.
Pass auf, es gab mal so einen Independent-Wrestler in den 2000ern, hatte der einen Finishing-Move, bis er sich dann Ende 2007 sein Kreuzband gerissen hat und diesen 450-Splash vom Top-Rope nicht mehr machen konnte. Und den hat er passend zu seinem Ringnamen getauft, nämlich Thumb Attack. Und dieser Wrestler war der gute Thumbtack Jack. Der schlimmste Name für einen Finishing-Move ever. Die Thumb Attack. Thumb Attack. Ich weiß nicht, von welchem Wrestler du redest. In einem Wort geschrieben. In einem Wort. In einem Natürlich. Wort. Die Thumb Attack. Okay, wo geht die denn hin? Wo steckst du denn den Daumen hin bei diesem Move? Das ist ein 450. Bauchplatscher. Auf den Gegner drauf. Sensationssalto. Warum heißt der nicht 450? Egal. Ich weiß gar nicht, was wir gerade hatten. Ref, weißt du das? Ja, weil ich dachte, es wäre ein gutes Wortspiel. Aber damals... Ja, sehr lustig. Na komm, das war 25 Millionen, oder was war das jetzt? Nee. Das sah mir richtig aus. Was macht denn die Regie? Hat die Regie wieder hier Drogen genommen vor dem Quiz? Ich werde auch nicht exposen, wer das ist. Ergebnis für Thumbtack. Nee, halt. Haha, das ist genau der Fall, den wir nicht machen wollten. Jetzt drücken wir da nämlich unten mal drauf. Genau. Und jetzt haben wir trotzdem 2380. Was hatten wir gerade? Hat das irgendjemand? Sollte ich mir das nicht merken? Reflo. 9000 oder so hatte er. Ja, 9000. Mehr, ne? Mehr. Da habe ich dich abgezogen, Chris. Es tut mir leid. Schlechter Moderator. Ja, niedrig stapeln, das kann ich. Oh, sehr gut. So, das heißt 4-1 für den TJ, wenn ich das richtig sehe. Damit müssen wir nicht mehr weiterspielen, obwohl es ein sehr lustiges Spiel ist. Der Joker in dieser Runde wandert an den amtierenden Sommerkönig, der noch ein wenig Back to the Future trinkt. Kommen wir runter. Jetzt kommen wir runter, denn jetzt müssen wir uns sehr konzentrieren. Einmal noch mal kurz. Chris, das war nicht so dein Spiel. Obwohl am Ende, den Cole Cabana-Move, woher kanntest du den? Keine Ahnung, irgendwo mal aufgegriffen. Ich kann es dir, um ehrlich zu sein, gar nicht genau sagen. Das hätte dir helfen können, hat dir aber nicht. Jetzt spielen wir einen Klassiker. Wir sind bei Runde 4 angelangt. Es geht wieder um einen Joker. Und das Ding ist halt, jetzt müssen wir uns sehr konzentrieren. Deswegen Runde 4 heißt selbstverständlich, ich packe meinen Koffer. Das ist das Klassikerspiel im Finale des Sommerquizzes. DJ kennt das, hat schon zweimal gespielt. Ich weiß nicht, wie deine Statistik da ist. Ich werde mir die Sachen jetzt aufschreiben. Der Ref natürlich auch. Wir spielen, ich packe meinen Koffer, das kennt ihr. Abwechselnd werdet ihr mir Begriffe sagen, und zwar immer die Aufzählung, die bereits genannt wurden. Wenn einer einen Fehler macht, ist sofort vorbei. Es gibt kein Nachziehen. Und weil das so ist, frage ich den, der aktuell führt, das ist TJ. Möchtest du beginnen oder möchtest du dem Chris den Vorzug lassen? Ich möchte sowas von beginnen. Du möchtest beginnen. Ich sage euch die Kategorie, das ist eine sehr lustige, Dinge, die ihr dem anderen gerne in einem Wrestling-Match über den Schädel ziehen würdet. Da ist viel Spielraum, würde ich sagen. Ich finde es aber lustig. Ich habe hier ein Fenster offen. TJ beginnt. Ich packe meinen Koffer. Ich packe meinen Koffer mit einem US-amerikanischen Mülltonnendeckel. Scheiße, auch Moment. Ihr müsst übrigens nicht immer sagen, ich packe meinen Koffer. Das finde ich nervig. Einfach nur. Nein, das ist viel lustiger. Okay. Chris, macht einen nervöser. Ich will, dass der das sagt. Der Sommerkönig möchte, dass du das sagst. Okay, ich packe meinen Koffer mit einem US-amerikanischen Mülltonnendeckel. Und Light Tubes. Ich packe meinen Koffer mit einem US-amerikanischen Mülltonnendeckel, Light Tubes und Pears Laptop. Ich packe meinen Koffer mit einem US-amerikanischen Mülltonnendeckel, Light Tubes, Pears Laptop und Pears Smartphone. Der arme Pär. DJ. Ich packe das ist meinen Koffer. Runde. Ich packe meinen Koffer mit einem US-amerikanischen Mülltonnendeckel, Lighttubes, Pairs Laptop, Pairs Smartphone und. Was packe ich noch rein? Ich versuche an was Kreatives zu denken, aber ich fühle mich gerade nicht sehr kreativ. Manche würden meinen, du möchtest den Chris ein wenig verwirren. Und einer im Adelphi Theater in London gekauften Back to the Future Musical Vinyl Nein, für 60 Pfund. Darum geht es in diesem Spiel nicht. Du sagst jetzt einen Begriff. Na gut, dann mache ich es kürzer und sage eine Back to the Future Vinyl. Back to the Future. Das lasse ich durchgehen. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen US-amerikanischen Mülltonnendeckel, Lighttubes, Pairs Laptop, Pairs Smartphone, eine in London gekauften Back to the Future Vinyl. Back to the Future Vinyl reicht.
Und eine in London bei Hamilton gekauften. Nein. Weine. Warum nicht? Na gut, dann also bei Hamilton gekaufte. Ich sag mal, wenn ihr euch beide... Nein, okay, ihr lasst euch offensichtlich beide drauf ein. Chris hat's gemacht. Das ergibt aber keinen Sinn, was du gerade gesagt hast. Also ich würde mich drauf einlassen, wenn du es richtig formulierst. Was genau hast du dort gekauft? Eine Hamilton-Weine. Wir müssen vielleicht den Zuschauer aufklären, das ist eines der Musical, bei denen wir gemeinsam in London waren, neben Back to the Future, was der Chris zweimal gesehen hat und ich eineinhalb Mal. Mhm. Ja, das interessiert keinen. Ich möchte das jetzt hier spielen. Also ich habe als letzten Begriffe Back to the Future, Weinl und Hamilton Weinl. Das sind jetzt die Begriffe, sonst wird es zu kompliziert auch für den Zuschauer. Alright. Ich packe meinen Koffer mit einem US-amerikanischen Mülltonnendeckel, Lighttubes, Pairs, Laptop, Pairs, Smartphone, einer Back to the Future, Weinl, einer Alexander Hamilton, Weinl und einem mit Stacheldraht umbundenen 14-Fuß-Leiter. Jesus. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen US-amerikanischen Mülltonnendeckel, Lighttubes, per Laptop, per Smartphone, einer Back to the Future Vinyl, einer Hamilton Vinyl und einer mit Stacheldraht umwickelten 14-Fuß-Leiter und einem Klappstuhl. Klappstuhl, das ist schon eher der Begriff, den ich haben möchte. So. Ich habe jetzt auch gerade umwickelt durchgehen lassen, eigentlich umbunden, aber da ihr das so macht, lasse ich umwickelt durchgehen, okay. Umwickelt, umbunden, da sind wir nicht so streng. Ich packe meinen Koffer mit einem US-amerikanischen Mülltonnendeckel mit Light... Plural oder Singular? Die Teacher X hat aufgehört zu funktionieren. Ich packe meinen Koffer mit einem US-amerikanischen Mülltonnendeckel, Light Tubes. Ich höre keine Einsprüche. Und diversen anderen Gegenständen wie einer Back. Nein, wie Pers. Hier, Sie wissen schon. Wie Pers Laptop und Pers Handy und der Back to the Future Vinyl und der Hamilton Vinyl und der mit Stacheldraht umwickelten 14-Fuß-Leiter, einem Klappstuhl und einer 100-Fuß-langen Spule Razor Wire. 100 Fuß langen, jetzt sagt der Reflow, da müssen wir jetzt gucken, ob wir gemeinsam oder nicht, Chris. Er hat Handy gesagt von Peer und nicht Smartphone. Ach, das ist der Reflow sagt, Handy ist ungültig. Chris, es liegt an dir, möchtest du Gnade walten lassen oder nicht? Also nach dem Finisher aus der letzten Runde würde ich dem Ref da nicht widersprechen. What? Das heißt, ja, ich würde das auch so sehen. Also der TJ war wirklich drauf aus, auch dem Chris das hier kaputt zu machen. Es geht um Gedächtnis, es geht nicht um Mindgames. Ein Handy ist etwas anderes als ein Smartphone. Und ich finde, man kann im Sommerquiz-Finale auch mal ein bisschen eigensinnig sein. Deswegen verstehe ich den Chris. Und ein Smartphone. Handy, Smartphone, same thing. Tomato, Tomato. Ja. Potato, ja. Potato. Ja, dann wird er halt wieder gescrewt. Dann schreibt das in die Kommentare, wie sehr ich den T-Shirt wieder gescrewt habe. Aber ich habe den Reflow hinter mir und dann passt das auch. Ich trage das einen, den einen. Kriegt jetzt, der meldet sich den Joker. Moment, ich höre gerade, es wird gecheckt. Es wird gecheckt jetzt gerade. Reflow guckt jetzt nach, ob ein Handy ein Smartphone ist. Nein, ist es nicht. Natürlich ist ein Handy ein Smartphone. Ja, aber nicht jedes Handy ist ein Smartphone. Was ist denn das jetzt für eine Verschwörungstheorie? Wir sind im Jahre 2023. Zeig mir ein Handy, was du kaufen kannst, was nicht ein Smartphone wäre. Sag das meiner Mutter. Diese Krone gibt dir auch so einen gewissen Respekt und so. Ne? Du musst auch mal so ein bisschen, ne? Ein bisschen so Queen-mäßig. Die Queen war doch auch immer so, die hat das doch auch nicht so gemacht. Ne? Ich stehe da drüber. Mir macht das überhaupt nichts, wenn ihr mich hier screwt. Ja, der Ref, der guckt das jetzt noch nach. Also das Wort, das habe ich immer gesagt, das Wort vom Refflow ist immer fix. Wenn er sagt, es zählt, dann zählt es. Und wenn er sagt, es zählt nicht, der zählt es nicht. Handy gibt es länger als Smartphones, heißt das, es zählt nicht. Ne? So würde ich das auch sehen. Warte noch kurz. Dafür habe ich ihn ja. Warum ist doch eh egal, weil der Per seinen blöden Koffer mit seinem Laptop und seinem Smartphone-Handy eh niemals wieder kriegt. So. Ja. So, es ist endgültig. Der Joker bleibt beim Chris. Habe jetzt auch keine Lust mehr hier. Tita, du warst auch nicht. Das war auch nicht so Gentleman's Life. Also da kann man den Titel jetzt auch mal so ein bisschen 5-4. Joker. Runde 5. Jetzt wird es wieder ein bisschen entspannter. Runde 5 heißt, wann war das? Wir gehen wieder in die andere Ansicht. Wenn ich Schnips mache,
Das klappt meistens. Da ist es. Wir gucken uns wieder ein paar Bilder an. Ich habe insgesamt, wie viel sind es? 7 Bilder maximal. Auch hier wieder, wer die meisten Punkte holt. Wir nehmen das Schreibtool, was ihr da kennt. Da schreibt ihr eine Antwort rein. Wann war das? Gesucht ist von den Bildern. Der Monat und das Jahr, wann das war. Ich denke, alle 7 Bilder sollten eindeutig sein, dass ihr genau wisst, was gemeint ist. Aber ich weiß ja nicht genau, wann es war. Das möchte ich halt von euch wissen. Wer am nächsten dran ist, bekommt selbstverständlich den Punkt. Und genau wie bei den Schätzfragen. Ganz klassische Sommerquiz-Regel. Wenn ihr exakt richtig liegt, kriegt ihr 2 Punkte. Ist das soweit klar? Ich würde sagen, ja. Wir haben auch ein bisschen Zeit jetzt wieder. Es ist kein Buzzern, sondern ein Eingibspiel. Hier ist das erste Bild. Was heißt denn genau sagen mit Monat und, Monat und Tag? Jahr. Nein, Tag nicht. Monat und Jahr reicht mir. Das erste Bild kommt jetzt. Wann war das? Fünfte Runde hier. Wir haben doch gleich eine, die wird sehr lustig. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Müssen wir bei jeder Antwort Monat und Jahr eingeben? Ihr müsst Monat und Jahr. Wenn ihr das nicht macht, dann meckere ich. Weil es geht ja darum, wer näher dran ist, dann haben wir da mehr Spielraum. Der Chris hat schon was eingegeben. TJ hat ein Jahr bislang nur. Das war spät in dem Jahr, glaube ich. Okay, dann würde ich sagen, fängt der TJ auch an, diese Runde. Wann war das? Das ist der Steroidenskandal von der WWF Anfang der 90er, wo Vince McMahon sich gedacht hat, er kann ein bisschen Mitleid erzielen bei der Jury, wenn er mit Halskrause ankommt. Und das war natürlich, wie wir alle wissen, im November 1991. Okay, ist ein Zeitfenster. Was hat der Chris? Ich habe keine Ahnung. Und deswegen habe ich einfach gesagt, das war Mai. Es sieht schön aus. 98, ein bisschen später. Du wusstest es nicht. Ja, es war tatsächlich damals die Geschichte. Herr Kogan hat auch noch schön ausgesagt und so. Das hat sich der Vince McMahon noch durchgewunden. TJ hat es wieder gelöscht, deswegen weiß ich das nicht mehr. Ich weiß aber, dass der TJ näher dran war. Es war Juli 1994 war es gewesen. Ach. Das heißt, TJ knapp 3 Jahre daneben, ne? 2,5. Das hat sich gezogen, weil die Vorwürfe kamen schon 91, aber bis es dann vor Gericht ging, okay, Prozess, das hat ein paar Jahre gedauert. Der ging dann relativ schnell im Sommer 94, ein paar Tage war das nur. Das zweite Bild. Und lass bitte dann noch die Sachen drin stehen, dass ich dann bei der Antwort ein bisschen rechnen kann. Wann war das? Eines der bekanntesten Bilder überhaupt. Eines der bekanntesten Momente der Wrestling-Geschichte. Wann war das? Was haben wir für ein Jahr? 23. Oh, der Tiet, der schreibt sogar einen Tag rein. Das werde ich jetzt überprüfen direkt. Plus minus 1. Plus minus 2. Okay, ja, beide was. Chris fängt an. Ich sag April 2005. Ja gut, den Punkt kriegst du nicht. Ja, da muss ich dich enttäuschen, da bin ich näher dran. Das ist natürlich WrestleMania 18 in Toronto, ganz legendäres Match. Und das war, ich erinnere mich, als wäre es gestern am 30. März 2002 oder vielleicht auch am 31. März oder am 1. April 2002. Du hast dich ein bisschen weit aus dem Fenster gelegt. März wäre jetzt total super gewesen, kriegst natürlich auch die 2 Punkte. März 2002 ist richtig. Es war der 17. März, danach war nicht gefragt, aber der 17. März, WrestleMania 18, Icon versus Icon. Oh mein Gott, 2 Punkte für den TJ, der jetzt 13-0 schon führt. Da haben wir natürlich was getroffen. Chris, das tut mir fast leid. Drittes Bild. Wann war das? Das sind alles Momente, die jeder schon mal gesehen hat, da bin ich mir sehr sicher. Auch jetzt wieder Monat und Jahr. Chris hat sich entschieden, weil TJ fehlt noch ein Monat. Den hat er jetzt auch und darf jetzt anfangen mit seiner Antwort. Wann war das? Es war 2019. Ich bin geschwankt, ob es im Mai oder im November war. Ich habe eingetragen, November 2019. Beim zweiten Pay-Per-View war meine Denkweise. Mhm. Chris, was war das? Ich habe 2020 genommen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach Juli 2020 genommen. Okay. Ja, da kommt schon ein Piep, das ist aber gemein jetzt von der Regie. Es war natürlich das Bruderduell Dustin gegen Cody Rhodes damals. Es war Double or Nothing 2019. Das ist im Mai. Hättest du im Mai gesagt, 2 Punkte, aber trotzdem, TJ ist näher dran mit November 2019 und kriegt auch diesen Punkt im Spiel Nummer 5, in der Runde Nummer 5. Meldet sich so langsam. Langsam wird's eng für diesen Joker. Bild Nummer 4. Wann war das?
Genau, wir gehen nochmal zurück in die Wrestling-Klassiker-Zeit. Der Chris auch nicht mehr der Jüngste, müsste er auch kennen. Chris hat sich entschieden. Noch nicht ganz, jetzt hat er nochmal umgeschwenkt. TJ hat wieder sehr sicher etwas eingegeben. Das ist sein Spiel, habe ich das Gefühl. Aber dafür ist er ja der amtierende Sommerkönig. Chris, wenn das deine Antwort ist, dann lies sie vor. Ich sage einfach April 85. Das ist weit, weit vor mir. Oh, weit, weit vor diesem Event. Ja, ja, das ist das Problem. April 85 ist zu weit nach vorne getippt. Also die Storyline hatte niemals so wirklich ihre Kulmination, wurde aber ein bisschen aufgegriffen beim Royal Rumble 92, fand aber schon statt, dass die Schlange von Jake Roberts den Macho Man in den Arm gebissen hat, 1991 im Herbst, ich glaube im November. Vielleicht im Dezember, aber November 91 ist meine Antwort. Ging los mit der großen Attacke bei der Hochzeit von Macho Man gewesen. Ist tatsächlich eine der Fäden, größte Fehde überhaupt mit einem Match, was am Ende so, brauchte man nicht wirklich dann die Auflösung. Und Chris, es tut mir wirklich sehr leid, aber der TJ ist gerade in dem Gebiet ein echter, der ist krass einfach. Der November 1991 ist exakt richtig. Ah, zwei Punkte erneut. 6 zu 0. Wir haben noch genau drei Fragen. Das heißt, theoretisch, Chris, der Druck liegt jetzt so ein bisschen auf dir. Wenn du jetzt alle drei richtig beantwortest, dann kannst du noch ausgleichen. Dann bekommt ihr beide einen Joker. Ansonsten könnte das jetzt schon unser letztes Bild sein. Wann war denn das? If Cena wins, we riot. Ja, wann war das? Oh, ihr habt beide sehr schnell geantwortet. Und jetzt wird es sehr lustig, denn ich kläre jetzt nämlich auf. Der macht jetzt noch eine Tageszahl. Auch das müsste ich jetzt erstmal nachgucken. Aber das Ding ist jetzt schon entschieden, weil ihr habt beide das Gleiche gesagt. Und in dem Fall bekommt ihr beide zwei Punkte, denn ihr habt Juni 2006 gesagt. Und das war es selbstverständlich auch. ECW One Night Stand, if Cena wins the Riot, das berühmte Schild. Die zweite Hälfte dem Chris meldet sich leider nicht mehr. Das heißt, auch dieser Joker geht an den DJ. War es der 30.06.? Kann das sein? Ich habe den 18. getippt. Ich hätte den 30. gesagt. Guck es nach. Ihr habt es beide ganz genau gewusst. Es war ECW One Night Stand. Der 11. Juni war es. 11. Juni 2006, der 11.06. Ja. Guck mal, war ich exakt eine Woche daneben. Auf das Tag genau. Komm, wir machen das aus Spaß jetzt nochmal so ein bisschen weiter. Wir haben ja noch zwei Bilder. Komm, wir gucken uns das Spaß an. Das ist lustig. Wann waren das? Ah, das ist noch nicht so lange her, aber ein bisschen her. Oh. Le Dinner Debonair, ein sehr lustiges Segment, ein Tony-würdiges Segment, MJF und Chris Jericho. Naja, grob schätzen, ihr müsst es nicht reinschreiben. Okay, Oktober 22, okay. Sagt der DJ und Chris sagt Oktober 2021. Und Oktober ist richtig, aber Oktober 2020, den Punkt hätte der Chris gekriegt. Und das letzte Bild, was ich mir rausgesucht habe, geht wieder ein wenig länger in die Vergangenheit zurück. Auch ein sehr ikonisches Bild. Wann war das denn gewesen? DJ, schreibt sofort eine Jahreszahl rein. Einfach nur, weil wir es können, lösen wir das jetzt noch nicht auf. Ja, Chris, das war nicht 2000, das war auch nicht 96, es war Dezember 1995, aber TJ wäre auch hier näher dran gewesen. Das heißt, definitiv verdienter Joker in diesem Spiel. Und wir entspannen wieder, wir gehen wieder zurück in unser ruhiges Fenster. Das ist so ein bisschen, dieses andere Layout ist immer so ein bisschen Battlefield, ne? Und hier ist immer so ein bisschen, komm, wir kommen wieder runter. Was haben wir denn jetzt? 6-4 ist der Stand korrekt. Ich habe vom Ref nichts gehört. Ich habe auch 6-4 aufgeschrieben. Das heißt, wir nähern uns dem letzten Spiel. Es gibt noch einen allerletzten Joker. Und jetzt wird es sehr lustig werden. Und da freue ich mich sehr drauf. Den Buzzer brauchen wir in dem Fall tatsächlich noch. Ja, Buzzer offen. Jetzt muss ich nämlich eine zweite Datei öffnen. Es wird sehr lustig. 6-4 ist korrekt, sagt der Ref auch. Denn diese Runde 6, die jetzt eingeläutet wird, vielleicht hat sie das auch schon, Wrestling GPT, es ist so lustig. Ich habe ChatGPT bemüht. Ich weiß, dass der Titel das damals mit der Kotakai gemacht hat und das habe ich mir jetzt als Anforderung genommen. Ich habe es auch gemacht und es ist was bei rumgekommen. Ja, wir werden 4 Runden maximal spielen, auch hier wieder mit dem Buzzer, so habe ich mir das ausgedacht. Ihr könnt mich unterbrechen, ich lese gleich einen Text vor, ihr unterbrecht mich irgendwann und sagt eine Antwort, ist die richtig, bekommt ihr einen Punkt, ist die falsch, bekommt der Gegner einen. Es ist wie bei Dings da. Ihr kennt das bestimmt noch. Da sage ich dann immer, ups, wenn dann aus Versehen ChatGPT die Antwort schon gesagt hat. Wusste ChatGPT natürlich nicht, dass ich einen Quiz draus mache.
Ich habe einfach etwas eingegeben und ich mache im ersten Fall einfach einen Mann, ja, auch Mann, Wrestler, Mann, irgendwas, ne? Und da habe ich mir einen Mann ausgedacht und ihr müsst mir diesen Mann sagen und ich lese jetzt das vor, was ChatGPT mir angezeigt hat, als ich gesagt habe, erkläre mir diesen Mann auf lustige Art und Weise oder so ähnlich, habe ich dann eingegeben. Habt ihr das verstanden? Ihr habt den Buzzer? Ich habe ihn mit dem Buzzer. Ja. Okay, dann ist das unser Spiel Nummer 6. Wir gehen jetzt rein. Wer buzzert, ich höre dann auf zu lesen, eine Antwort und dann ist auch Ende. Achtung, es geht gleich los. Ups! Ist der lebende Beweis dafür, dass man im Wrestling nicht nur Muskeln, sondern auch eine ordentliche Portion Verrücktheit braucht. Er ist wie ein Wirbelwind im Ring, der seine Gegner mit seinen akrobatischen Moves und seinem wilden Auftreten in den Wahnsinn treibt. Man könnte sagen, er ist der König der Chaos-Künstler. Mit seinem bunten Haar und seinem schrillen Outfit sieht er aus... Das hat gedrückt. Das klingt für mich nach Jeff Hardy. TJ? Heißt das ein Ja? Es ist Jeff Hardy oder du weißt es? Es ist Jeff Hardy tatsächlich. ChatGPT hat Jeff Hardy erklärt, der Punkt geht an den Chris. Ich lese aber noch zu Ende. Mit seinem bunten Haar und seinem schrillen Outfit sieht er aus wie ein wandelndes Karnevalsfest. Man fragt sich manchmal, ob er sich im Kleiderschrank eines Clowns verirrt hat. Aber hey, wer braucht schon normale Klamotten, wenn man im Ring fliegen und sich von den Seilen schwingen kann, wie Tarzan auf Speed? Ups, ist definitiv, also Jeff Hardy ist definitiv ein Unikat im Wrestling und sorgt dafür, dass man vor lauter Lachen fast vergibt, dass es auch um den Kampf geht. Er ist der ultimative Spaßmacher im Ring und wenn es erstmal seine Gegner mit einem seiner verrückten Moves besiegt hat, bleibt einem verstauen der Mund offen wie ein Goldfisch. Das ist Jeff Hardy für ChatGPT. Ich freue mich. Ich trage diesen Punkt eben ein für den Chris. Da haben wir 1-0. 4 Stück haben wir. Jetzt suche ich eine Frau. Es geht weiter. Ich muss den Buzzer freischalten. Eine Frau. Auch das ist ja lustig. Ich sage natürlich nochmal extra dazu, es sind nicht alle Fakten richtig. Das ist ja das, was ChatGPT mir erzählt. Achtung. Oh, die Königin des WWE-Universums. Also direkt. Das ging schnell. Ich nehme direkt mal Charlotte. Das ging sehr schnell. Charlotte ist natürlich die Königin, ne? Die Queen. Aber Dakota Kai ist die Königin des WWE-Universums. Dakota und Kai die ist hübscheste Wrestlerin bei WWE. Da hat sich der Mel sich verzockt. Den Punkt kriegt der TJ. Ich lese aber vor, weil das viel zu lustig ist. Also ich mache jetzt mal Erzählstunde, also der Punkt 1-1 haben wir jetzt hier, aber es ist sehr lustig. Ihr könnt ja weiterraten, also innerlich. Ihr könnt es reinschreiben, wenn ihr es wisst. Die Königin des WWE-Universums. Also, stell dir vor, du bist in einer riesigen Wrestling-Arena umgeben von schreienden Fans und muskelbepackten Superstars. Plötzlich erscheint Ups auf der Bühne. Sie hat diesen ernsten Blick im Gesicht, als ob sie die Welt erobern will. Aber Moment mal, sie trägt ja einen Anzug. Ja, einen Anzug. Als ob sie gerade aus einer wichtigen Vorstandssitzung gekommen wäre, um in den Ring zu steigen. Aber das ist noch nicht alles. Ups ist nicht nur eine einfache Managerin oder Ringrichterin. Nein, sie liebt es, sich in die Kämpfe einzumischen und ihre Gegner zu verprügeln. Sie ist wie eine wilde Raubkatze, die ihre Krallen auswehrt und zuschlägt, wenn man es am wenigsten erwartet. Manchmal denke ich, sie hat mehr Muskeln als einige der männlichen Superstars. Aber hier kommt der lustige Teil. Ups, hat auch eine Stimme, die man nicht überhören kann. Sie kann so laut schreien, dass die Fensterscheiben bersten könnten. Wenn sie ins Mikrofon brüllt, klingt es wie ein Mix aus einem Düsenjet und einer Sirene. Es ist so laut, dass man denkt, sie versucht, die Zuschauer in der letzten Reihe zu wecken. Und dann gibt es noch ihre berühmte Helikoptergenehmigung. Ja, du hast richtig gehört. Ups, hat die Macht, in einem Helikopter zu landen und den Ring zu betreten, wann immer sie will. Es ist, als ob man denkt, sie sei eine Superheldin, die vom Himmel herabsteigt, um das WWE-Universum zu retten. Ich frage mich manchmal, ob sie auch eine Superheldenmaske trägt, wenn sie in ihrem Helikopter sitzt. Also, um es zusammenfassen, Ups ist eine Powerfrau im Anzug, die gerne in den Ring springt, ihre Gegner verprügelt und dabei so laut schraubt, dass man denkt, die Welt geht unter. Sie ist wie ein Wirbelwind, der das WWE-Universum aufmischt und uns alle zum Lachen bringt. Ups, die Königin des WWE-Universums. Ich hätte immer noch auf Charlotte getippt, verdammt. Natürlich, die kommt im Helikopter. Ja. Ja, Stephanie McMahon ist es im Anzug, die Queen of WWE. Ja, okay, war jetzt vielleicht nicht ganz so einfach, aber sehr lustig. Naja, 1-1, ich habe noch 2. Und jetzt kommen die eigentlich lustigen, denn jetzt habe ich Moves. Ich habe jetzt 2 Moves hintereinander. Tita, wir hatten letztes Mal kurz die Diskussion, ne? Nimm das jetzt nicht zu wörtlich, ne? Also es kann auch sein, dass hier was Falsches erzählt wird. Ich muss den Buzzer wieder freischalten. Welcher Move wird jetzt gesucht? Jetzt entspann dich. Also... Zuerst musst du wissen, dass der Ups ein Signature-Move von Ups ist. Er ist ein Meister darin, das Publikum zum Lachen zu bringen, während er seine Gegner verprügelt. Also, hier ist, wie du den Ups ausführst. Schritt 1. Zieh dir einfach glitzernde, übertrieben enge Wrestling-Shorts. TJ. Das ging schnell. Oh, ich habe gedacht, da kommt jetzt was anderes anstatt. hier, der von Ups. Santino Morella. Sie wissen schon, hier, das Schlangending, dachte ich, aber das ist es nicht. Damals die Cobra und die ist es tatsächlich. Ja, ja. Das heißt, der Punkt geht an den Melzi. 2-1. Damit kann der Melzi diese Runde schon mal nicht mehr verlieren. TJ kann gleich noch gleich ziehen. Aber diese Schritte sind zu köstlich. Auch diese werde ich jetzt mal vorlesen. Schritt 1. Zieh dir ein paar glitzernde, übertrieben enge Wrestling-Shorts an. Je auffälliger, desto besser. Du musst schließlich wie ein echter Superstar wirken. Schritt 2. Stell sicher, dass dein Gegner am Boden liegt und sich vor Schmerzen windet. Du willst schließlich nicht auf jemanden springen, der noch voller Energie ist. Schritt 3. Geh in die Ecke des Rings und fang an, das Publikum anzufeuern. Schrei Sachen wie Ups,
oder ups. Ja, du hast richtig gehört. Du musst das Publikum dazu bringen, an deinem Schweiß zu schnüffeln. Schritt 4. Renne wie ein wild gewordener Stier über den Ring und spring in die Luft. Aber hier kommt der lustige Teil. Bevor du auf deinem Gegner landest, mach eine Pause und streichle dir selbst über den Arm. Ja, du hast richtig gehört. Streichle dir selbst über den Arm, als ob du ein Kätzchen streichelst. Das ist der Moment, in dem das Publikum vor Lachen explodiert. Schritt 5. Lass dich auf deinen Gegner fallen und lande mit deinem Ellbogen auf seiner Brust. Aber hier ist der Clou. Du musst so tun, als ob du gerade einen riesigen Felsbrocken zerquetscht hast. Spring auf und schrei ups! Und zeig auf dich selbst, als ob du der größte Held aller Zeiten wärst. Welcher Move ist das? Komm schon. Wie ein Felsbrock mit dem Ellbogen zerquetschen. Und einmal an den Oberarm fassen. An den Ellbogen fassen. Das ist doch der People's Elbow. Der People's Elbow natürlich. Aber es ist offensichtlich nicht euer Spiel. Aber ich fand es trotzdem lustig. Übrigens, was man da schreiben muss, ist Can you smell what the rock is cooking? Und If you smell what the rock is stepping in. Das sind so die beiden Catchphrases, die wir natürlich kennen. Und am Ende schreibt man dann noch einmal People's Elbow und die Crowd freut sich. Ah, naja, wir haben noch einen offen. Es ist erneut ein Move. Er steht 2-1 für den Chris. Das heißt, wenn du das jetzt schaffst, ist eh wurscht, dann hast du den Punkt, den Joker. Wenn der TJ ausgleicht, kriegt ihr beide einen Joker. Das heißt, es ist eigentlich nur noch eine TJ-Runde. Muss wieder freischalten. Achtung, welchen Move machen wir jetzt? Also, stell dir vor, du bist ein Wrestler und du willst deinen Gegner mit einem Ups fertig machen. Du stehst hinter ihm und denkst dir, hey, ich habe eine großartige Idee. Ich werde seinen Kopf zwischen meine Beine stecken und ihn dann in die Luft heben. Du greifst nach den Armen deines Gegners und hältst sie fest, als ob du sagen würdest, du kommst hier nicht weg, mein Freund. Dann beugst du dich nach vorne und greifst zwischen seine Beine. DJ, welcher Move ist das? Ich war so immer im schlechten Moment. Wieso greift er denn zwischen die Beine? Das war so nicht geplant bei dem Move, den ich im Kopf habe. Ich glaube, ich weiß. Come on. DJ. Also ich war erst beim Tombstone, aber das zwischen die Beine greifen, das passt da nicht ganz da rein. Aber mir fällt auch nicht ein, was es sonst sein könnte. Deswegen ist meine falsche Antwort der Tombstone Pile Driver. Chris, was wolltest du denn sagen? Der Abdominal Stretch? Nee, es ist tatsächlich der Tombstone Pile Driver. Da wird wohl irgendwie in irgendeiner Form. Du kommst hier nicht weg, mein Freund. Du machst dich davor und greifst zwischen seine Beine, als ob zwischen du nach einem verlorenen. Ja, ich hab das nicht geschrieben. Du greifst zwischen seine Beine, als ob du nach deinem verlorenen Auto suchst. Jetzt kommt der lustige Teil. Du drehst dich um und bringst deinen Gegner in eine senkrechte Position. Stell dir vor, du wärst ein menschliches Karussell und der Gegner ist der Fahrgast, der sich fragt, wie er in diese verrückte Situation geraten ist. Und dann, mein Freund, kommt der große Moment. Du lässt dich auf die Knie fallen, während der Kopf deines Gegners zwischen deinen Beinen bleibt. Es ist wie ein verrücktes Spiel von Fangen, bei dem du derjenige bist, der den anderen auf den Boden wirft. Du landest auf den Knien und der Gegner landet mit dem Kopf voran auf dem Boden. Es ist wie ein umgedrehter Kopfstand, nur viel, viel schmerzhafter für deinen Gegner. Also, wenn du jemals einen Tombstone Pile Driver sehen willst, denk daran, dass es nicht nur ein einfacher Move ist, es ist eine verrückte Kombination aus Akrobatik, Kraft und ein bisschen Wahnsinn. Aber hey, das ist Wrestling, Baby. Alles ist möglich. Und auch bei uns ist tatsächlich alles möglich. Der Punkt, ich schreibe ihn auf, 2-2. Ich finde das für dieses Spiel auch sehr passend, dass wir hier einen Gleichstand haben, ja. Ihr geht beide mit einem Joker mehr in die große Finalrunde rein. Und wir gehen wieder zurück, und sind wieder entspannt. Ja, wir machen nicht Bim, Bim, Bim. Ja. Titel, das war nicht das dein war, Spiel, kann das sein? Das war ein tolles gut, Spiel, ne? Wirklich. Ja, ich habe das schon gemerkt. Ich fand's sehr amüsant. Chris, jetzt unterstützt mich mal. Jetzt sag mal, dass das lustig war. Das war das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Es war unfassbar. Danke. Ich wollte ja auch mal ein bisschen Hallo, es ist ja, die Leute wollen Spaß haben da draußen. Und ChatGPT ist Spaß, die uns bald alle unseren Job wegnehmen wird. Naja. Wir stehen vor dem Finale. So, und jetzt müssen wir wieder unsere, ne? Also, ich habe ja jetzt ein bisschen lustig gemacht, aber jetzt wird's ja wirklich ernst, ne? 7-5 Joker, das sind eine ganze Menge. Denn wir haben jetzt die Finalrunde, die wurde schon eingeläutet, aber ich bin dafür, wir läuten die nochmal ein. Finalrunde heißt, wir müssen jetzt wieder umschwenken. Oh mein Gott, ich schwitze jetzt auch schon. Also ChatGPT hat mich so zum Schwitzen gebracht. Ne? Wir brauchen kein Buzzer mehr, wir brauchen gar nichts mehr. Wir brauchen jetzt nur noch unseren Hirnschmalz, also in dem Fall euren. Denn wir werden jetzt die letzten 10 spielen. Es ist natürlich sehr episch gelagert. Da seht ihr schon, ihr könnt euch schon fast denken, was jetzt kommt. Das sind 10 verschiedene Listen. Ich mache sie bei mir auch nochmal extra auf. Ich werde sie gleich durchgehen. Ihr müsst abwechselnd irgendeinen Punkt benennen, und zwar auf der exakt richtigen Position. Das ist entscheidend. Wir suchen nicht nur einfach irgendwie diese Liste, sondern es stehen Daten dran, es stehen Events dran. Ihr müsst exakt die Position treffen. Wenn ihr irgendwas falsch macht, ist kein Problem. Dafür habt ihr die Joker gesammelt. 7 der TJ und 5 der Chris Melzig. Dann verliert ihr einen Joker. Wenn ihr keine Joker mehr habt und dann falsch antwortet,
dann ist der Gegner sofort Sommerkönig. Kein Nachziehen, kein gar nichts. Sobald die Joker wechseln und eine falsche Antwort, dann war es das. Wenn die Liste tatsächlich komplett durch sein sollte, wovon ich nicht ausgehe, dann würde der gewinnen, der zu dem Zeitpunkt noch mehr Joker hat. Oder der TJ, weil er mit mehr Jokern reingegangen ist. Aber das werde ich dann nochmal sagen. Habt ihr das verstanden? Ist der Puls noch einigermaßen da bei dir, TJ? Also der Puls ist jetzt ein bisschen höher gegangen, muss ich sagen, wo ich das hier sehe. Also da sind ein paar Klopper dabei, du. Es sind leichtere und es sind schwierigere dabei. Aber du kannst ja 7-mal falsch liegen. Ich werde die Kategorien durchgehen. Melzig, hast du Bock da jetzt drauf? Hast du Angst? Oder bist du jetzt so, jawohl, das ist genau mein Ding? Ja, mal schauen, wie es läuft. Das ist so ein 50-50-Ding, ne? Wir gehen sie durch, die Kategorien. Ich fange links oben an. WWE Champions, natürlich die letzten 10, so heißt das Spiel. Ich suche immer die letzten 10, die da gewesen sind. WWE Champions. Oben habe ich immer den davor genannt. In dem Fall, da sehen wir hier am 4.10.2009 Brock Lesnar. Diesen WWE Champion haben wir als Referenz. Und dann die 10 danach und die Nummer 10. Ihr sagt dann noch immer die Zahl dabei. Ne? Die Nummer 10 ist immer der aktuelle WWE Champion in dem Fall. Was haben wir dann neben? Wir haben die Royal Rumble Sieger. Da suche ich Männer und Frauen, so wie es oben drauf steht, in dieser Reihenfolge. Daneben die Main Events der AEW Big Four Pay-Per-Views. Auch das relativ klar. Ich möchte dann alle Namen wissen. Oder wenn es Fraktionen waren, würde das dann auch reichen. Ne? Also ich brauche jetzt nicht jeden einzelnen Kandidaten, aber schon alle, die in diesem Match dann als Team zumindest beteiligt waren. Die WCW World Champions, hier sage ich dazu, bis der Titel vereinigt wurde. Also die Legacy geht weiter bis zum 9. Dezember 2001. Ja, das war schon eine andere Company, sage ich dazu. Die WrestleMania-Veranstaltungsorte, ihr wart bei einigen dabei, da suche ich die Städte. Als Beispiel ist East Rutherford genannt. Das ist die offizielle Stadt oder der Ort, wo das war. New York lasse ich natürlich auch durchgehen. Da sind verschiedene andere Städte. Ihr wisst das ja, ihr wart ja selbst da. Lasse ich dann auch durchgehen. Die NXT Women's Champions dürfen eindeutig sein. Money in the Bank Sieger, da suche ich nur die Männer, nicht die Frauen. Bei den SummerSlam Main Events auch das Gleiche, was ich gerade bei AEW gesagt habe. Also wenn da mehrere dabei sind, möchte ich dann alle Teilnehmer dabei haben. Impact World Champions, das ist wahrscheinlich was, keine Ahnung, ob ihr da so sehr bewandert seid, aber ich wollte auch ein bisschen schwerere Sachen reinnehmen. Tessa Blanchard habe ich hier als Referenz. Und dann die WrestleMania-Gegner, die letzten 10 des Undertakers bei den genannten WrestleManias. Auch das sollte eigentlich relativ klar sein. Soweit. Habt ihr das verstanden? Möchtet ihr noch Erklärung haben? Passt. Ja. Passt. Wir sind übrigens Stand jetzt, also wenn wir dieses Quiz aufnehmen. Diese Liste ist nicht mehr aktuell. Also wenn ihr das jetzt schaut später, dann verzeiht uns, wir können das nicht mit reinnehmen. Ja, es ist die Liste, wie sie jetzt zu diesem Stand ist. An einer Stelle kann ich das dann ja vielleicht dann dazu sagen. Gut, dann würde ich den amtierenden Sommerkönig und vor allem den Führenden fragen, TJ, ob du die erste Antwort geben möchtest oder ob der Chris Melzig anfangen darf oder soll oder muss. Egal in welche Kategorie wir jetzt gehen, wir bleiben in dieser Kategorie, bis diese eine Liste fertig ist und erst dann wechseln wir die Liste oder wir können immer die Listen wechseln? Alles. Also es ist auch Strategie, nehmt ihr dem Gegner Sachen weg, wo ihr denkt, da weiß der eh viel, macht ihr selber erstmal eure Leichensachen oder was auch immer. Ihr könnt irgendwas sagen, es sind insgesamt 100 Stück, 10 mal 10 Einträge. Irgendein, sobald er richtig ist, ist der andere dran. Könnt ihr euch selber aussuchen. Ich fange an und ich fange an mit WM-Gegner des Undertakers. Ja, dann sagst du jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, damit die Regie das auch weiß. Und es muss die exakte Position sein. Dann ist es nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich habe gedacht, man müsste es chronologisch die Listen von oben nach unten abarbeiten, wenn man in eine Liste geht. Habe ich vielleicht falsch gesagt. Nee, irgendeinen Eintrag von irgendwas. Du hast 100 zur Auswahl. Ach, das ist ja easy. Ja, dann mache ich WrestleMania 26. Ich mache es mal chronologisch. Das war natürlich auch Shawn Michaels. 5 Sterne. Beste Match aller Zeiten. Ja, Shawn Michaels sollte jetzt angezeigt werden. Dann sehen wir das, so einfach geht das. Chris ist dran. Dann nehme ich WrestleMania 27, Triple H. Okay, wir bleiben bei der Liste. Triple H ist korrekt. Dann will ich jetzt keinen dummen Fehler machen. Dann nimmt man jetzt die Liste weg oder gehst du woanders hin und überlässt ihm das Feld. Er scheint es ja auch da zu wissen. Nee, das sind hier so Fangfragen teilweise. Ich bleibe bei dieser Liste WrestleMania 28 Triple H. Ja, Back-to-Back gegen Triple H gewonnen. Hell in a Cell war das dann. Ja. End of an Era. Dann mache ich WrestleMania 29, CM Punk. CM Punk, den hat es mal gegeben, ja. WrestleMania 30, Brock Lesnar. Da endete die Streak gegen Brock Lesnar, auch das ist korrekt. Ich glaube, die Liste ist einfach für euch. WrestleMania 31, Bray Wyatt. Bray Wyatt war es gewesen, ja. Es war leider nicht dunkel, obwohl es schon das vorletzte Match war.
WrestleMania 32, Shane McMahon im Hell in a Cell Match. Ich erinnere mich noch dran, als wäre es gestern gewesen, diesen Bump, den er genommen hat. Es hat gerumst bis zu meinem Sitzplatz in der 20. Reihe. Absolut. Mehr weiß man vor dem Match auch nicht mehr. Und was ist in dieser Lockbox? Wir wissen es nie. Chris. WrestleMania 33, Roman Reigns. Ja. Ich sag nochmal extra dazu, weil wir im Finale sind. Sobald ihr eine falsche Antwort sagt, ich nehme dann immer das Erste, was ihr sagt. Also ich bin jetzt hier jetzt nicht mehr nett oder so, sondern jetzt zählt es wirklich. Also wenn er jetzt gesagt hätte, Roman Refs oder so, wäre falsch gewesen. Also jetzt möchte ich wirklich korrekte Antworten haben. DJ. Ich überlege, ob ich einen Curveball mache. Lasst euch Zeit. Also beide wissen auch sehr viel auf der Liste, aber es geht jetzt natürlich auch viel um Strategie. WrestleMania-Gegner des Undertakers 10. Ich sehe es gerade nicht, weil mein Discord-Fenster vor ist, aber es wird wahrscheinlich WrestleMania 36 dort stehen. Das ist AJ Styles bei der Pandemie WrestleMania. Das ist das letzte Match des Undertakers gewesen bei WrestleMania, jawohl. Dann mache ich die Liste voll mit WrestleMania 34 gegen John Cena. Ja, so einfach ist das. Die erste Liste ist schon voll. AJ Styles, John Cena. TJ kann jetzt oder muss jetzt eine neue Liste eröffnen, aber wie gesagt, ihr könnt auch springen, wenn ihr wollt. WrestleMania-Veranstaltungsorte, WrestleMania 39, SoFi Stadium in Los Angeles wurde es getauft. Es ist Inglewood offiziell, aber selbstverständlich Los Angeles. Ihr wart selbst da, ihr wisst, wie das da liegt. Lass ich durchgehen. Dann machen wir WrestleMania 38, das war im AT&T Stadium in Dallas, Texas, beziehungsweise Arlington. Arlington, Dallas, absolut richtig. Da haben wir auch eure Kategorien, ne? WrestleMania 32 war ja auch im AT&T Stadium in Arlington, ach so, ein Zufall. Beziehungsweise Dallas, na Potsblitz. Jawohl. WrestleMania 30 in New Orleans. New Orleans, ja. Da war es gewesen. Hier wird schon ein bisschen gesprungen. Da sind sie sich wohl nicht ganz 100% sicher. Ich bin gerade überlegen, ob ich die Lücke schließe mit WrestleMania 31. Weil, also ich sage jetzt nichts, was der Chris nicht auch weiß. Das war halt eine Westküsten-WrestleMania. Weil Undertaker Bray Wyatt zum Beispiel fand halt noch zu einer Uhrzeit statt, wo es hell war. Aber das war jetzt nicht ganz an der Küste. Also es war keine Stadt mit Zugang zum Ozean, sondern es war irgendwo so in der Wüste mehr. Ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber WrestleMania 30 finde ich tatsächlich schwierig. Also ich hatte so die ersten 10, 20 WrestleManias, hätte ich einfach gefunden. Hilf mir mal bei dieser Booker-T-Liste. WCW World Champions. Also quasi Booker war Champion und dann die Champions, die darauf gefolgt sind. Ich suche immer die letzten 10 und Booker-T ist halt der 11., der davor war am 17. September 2000. Das ist die Referenz und alles danach ist, was danach passiert ist, bis hin zur Vereinigung mit einem anderen Gürtel. Ich glaube, da wisst ihr, was gemeint ist. WCW World Champions 4, 26.03.2001, letzte Episode von Nitro, Booker T gewinnt den Titel. Ich glaube von, ich weiß nicht von wem. Ist mir jetzt entfallen. Ist dir entfallen, ja, ist richtig. Ja, man kann auch mittendrin reingehen, wenn man einzelne Daten weiß. Und das ist natürlich ein sehr markantes Ereignis. Booker T. Ich gehe mal zu AEW und nehme den Main Event von All Out. Das war nämlich Jon Moxley gegen Orange Cassidy. Ja, war nicht so lange her. Ich glaube, jetzt werden ganz viele da draußen sich wundern, hä, der TJ, der AEW-Typ, der da jahrelang die Dynamite-Reviews gemacht hat, warum nimmt er jetzt nicht hier die ganzen AEW-Pay-Per-Views? Weil ich das unglaublich schwierig finde. Also AEW ist für mich kein Wissen, auch nicht so Pay-Per-View-Main-Events, die sich in meinem Hirn abspeichern, weil da habe ich keinen nostalgischen Bezug dazu. Bei so alten WWF-Sachen schon. Da ist bei mir der Nostalgiefaktor. Hier, das ist für mich einfach nur Business. Ich kann dir keinen von denen sagen, glaube ich, von diesen Pay-Per-Views, die da stehen. Ja, aber das kenne ich. Also ich weiß ja teilweise nicht, was letzte Woche bei Raw passiert ist. Ne? Und dann früher die Sachen, die weiß man dann schon noch. Und da gab es AEW halt noch nicht.
Auch wenn ihr euch fragt, warum hier relativ wenig AEW auftaucht, liegt daran, die gibt es jetzt noch nicht so lange. Da sind die letzten 10 dann auch schwer zu finden. So, jetzt nur noch mal für die Statistik. Wenn ich jetzt Royal Rumble-Sieger machen würde, Männer und Frauen, da steht natürlich dann jetzt immer zweimal dieselbe Jahreszahl. Ich muss dann wissen, ob zuerst der Männer-Rumble auf der Card war oder ob zuerst der Frauen-Rumble auf der Card war. Das wäre sehr von Vorteil, wenn du das wüsstest, ja. Ich weiß, ich bin gemein. Das aber ist dafür ein bisschen ist ja auch das große Finale, ne? Mhm. Oh, das ist ein gemeiner Swerve. So, und WWE Champions, da wird quasi alles genommen, bis der Titel dann fusioniert wurde. Ja, also es ist ja immer noch irgendwie, ja. Also der letzte, wir wissen, wer aktueller Champion ist. Ich glaube, das muss ich nicht sagen. Das nimmt den noch zuerst, dann klärt sich das auch auf. Genau, weil dann nehme ich Roman Reigns bei WWE Champions auf der 10. Genau. Er hat da den Titel gewonnen. Der aktuelle, wenn man so will. Es wurde irgendwie unifiziert, wie auch immer, aber Roman Reigns hat ihn gewonnen auf alle Fälle. Gut, ich würde bei der Veranstaltungsort WrestleMania weitermachen, mit der 2, ja. WrestleMania 31 in San Francisco. Ja, San Francisco lasse ich durchgehen. Santa Clara, es war diese Bay Area, also ich weiß nicht, wirklich Wüste oder so. Eigentlich näher an San Jose, aber San Francisco wurde gebrandet und da ist der Stadion der 49ers. Ja. TJ. Bin gerade bei WrestleMania 35 am Überlegen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. WrestleMania 34 war auch Nolans. WrestleMania 34 war auch Nolans, ja. Oder in Berlin, je nachdem, wo man das sagt. WrestleMania 35 war in New York. Ja, genau wie WrestleMania 29, East Rutherford oder New York. Ja gut, WrestleMania 36 Performance Center. Ja, da brauche ich einen Ort. Orlando, Florida. Orlando ist richtig im Performance Center, genau. Tja, Chris, macht ihr die Veranstaltungsorte weiter? Ich überlege. Das ist auch was Perfektes, was ihr zu Hause mitspielen könnt und einfach auf Pause drücken und jetzt selber mal dir das Ding Screenshot machen, selber ausfüllen, ob ihr alles wisst. Nur, dass ihr kein Sommerkönig werden könnt, anders als die beiden hier. Ich hüpfe zu den WWE Champions und nehme den Champion, der Brock Lesnar entthront hat, also die Nummer 1, und das ist Drew McIntyre. Das sehe ich genauso. Drew McIntyre auf der 1. Hätte ich nicht gewusst. Also zumindest nicht jetzt hier in diesem Quiz-Szenario. Ja, das war ja das WrestleMania, über das wir gerade gesprochen haben, das Turnhallen WrestleMania, ne? Naja, aber ich hätte jetzt, ich hätte das Datum in dem Fall gar nicht irgendwie direkt. Also ich hätte von der ganzen Liste am Ende ungefähr die Hälfte gewusst. So. Ich habe das ja selber mal ausprobiert. Ich habe jetzt nicht genau gezählt, aber vieles weiß ich davon auch nicht mehr. Chris. Chris ist dran? Ich hab grad, TJ ist dran. Ich hab grad, achso, TJ hat gar nicht geantwortet. Ich hab nur mit ihm geredet. Stimmt, okay, TJ bleibt dran. Noch kein Joker verbraucht. Das ist ein gutes Zeichen. Oh, bei manchen sind es ein bisschen Fangfragen. Das ist mies. WCW World Champions 10, Chris Jericho. Der letzte ist selbstverständlich Chris Jericho. Ja, in einer Nacht The Rock und Steve Austin geschlagen und dann gab es den Gürtel nicht mehr in der nächsten Nacht. Gut, ich gehe in eine neue Kategorie, Royal Rumble Sieger. Und auf der 9, das müsste der Männer Royal Rumble sein, und in diesem Jahr hat gewonnen Cody Rhodes. Auf der 9 beim Royal Rumble Cody Rhodes. Ja, ging los. Das war der Opener. Wir waren alle sehr überrascht. Ja, ich weiß noch, da habe ich gesagt, danach kann ich ins Bett gehen, deswegen. Ja, ja. Habe ich mich danach daran erinnert, ja, ja. Aber es kam schon noch genug Gutes, auch in dieser Nacht. TJ überlegt.
Das ist wirklich Listen. Schwierig, quasi abzuwägen, bei was ist man sich am sichersten, wo ist man sich nicht so ganz sicher. Deswegen hatte ich da zum Beispiel den Cody auch nicht genannt, weil ich war mir nicht mehr ganz sicher, war er im Opener? Doch, das Männermatch war im Opener. Oder was der Main Event? Das ist schwierig. Wir werden an den Punkt kommen, wo ihr genau solche Überlegungen treffen müsst und dann auch einfach raten müsst. Also noch habt ihr Wissen, aber so langsam wird's dünner. Also noch am sichersten bin ich mir, glaube ich, vielleicht bei den WWE-Champions. Ich würde mal die 9 sehr schwer vermuten, dass das Brock Lesnar war. Ja, das war ja Brock Lesnar. Und dann Roman Reigns hat sich ja dann geholt. Große Titelvereinigung, WrestleMania letztes Jahr. Brock Lesnar hat auf der 8 hat Brock Lesnar den Titel gewonnen von Bobby Lashley. Korrekt. Und Bobby Lashley hat im selben Monat offensichtlich den Titel, also da gab es quasi zweimal den Titelwechsel. Ich meine mich noch grob zu erinnern, dass das Ding wie so eine Kartoffel hin und her ging, wie so eine heiße Kartoffel. Dann mache ich mal die 7 auch Brock Lesnar in der Liste. Day One war es gewesen, ja, Brock Lesnar. Ist rein, da hat sich Roman Reigns verletzt gehabt, deswegen war das die große Brock Lesnar Show zu Neujahr. Ja, da ist eine mittelmäßige Titelregentschaft zu Ende gegangen von Big E. Auf der 6 dann. Wie auf der 6? Ja, jetzt seid ihr doch drin. Na, Tisha, wer war vor Big E? Entweder der Brock oder der Bobby. Die waren zu dem Zeitpunkt immer irgendwie so die Go-To-Champions. Aber ich kriege in meinem Kopf gerade nicht visualisiert, dass Big E den Champion-Titel von Lesnar gewonnen hätte. Deswegen, Mai, ich habe 7 Joker. Ich will nicht reinquatschen. Du kannst auch was anderes sagen, ne? Ganz woanders. Nee, das hilft, wenn man da gerade in diesem Denken drin ist, quasi bei so einer Liste. Und mir fällt jetzt gerade auch nichts anderes ein, wo ich mir sicherer wäre, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das waren die beiden. Das war Big E gegen Lashley. Dann ist die 5 Lashley bei den WWE Champions. Ja, es war ein Money in the Bank Cash-In gegen Bobby Lashley und nicht gegen Brock Lesnar. Ah ja, genau, das war's. Cash-In. Aber nicht bei WrestleMania, weil. Nee, das war bei Raw. Oh gut, ich meine mich zu erinnern, dass das gegen The Miz war. Tatsächlich, ja. The Miz, auch das war, The Miz hat dann gegen Bobby Lashley geworfen. Das war das, wo er weggerannt ist dann kurz. Das ging ja relativ schnell. Aber von wem hat sich The Miz den geholt? Was man alles vergessen hatten und wir haben es alle geguckt. 16.11. quasi Survivor Series oder kurz davor. Boah, nee, Erntedank, das kommt schon hin. The Miz hat sich mal einen Champion-Titel geholt. Was ist denn da kaputt gewesen? Ne? Nicht nur einmal. Ja, ich weiß. WWE Champions 3. Drew McIntyre. Auch das war ein Cash-In, auch bei Raw. Gegen Drew McIntyre. War der Otis-Koffer, der dann zum Mist wechselte. Einen haben wir noch in der Liste. Meld sich, nimmst du ihn? Ich denk kurz drüber nach. Übrigens, Regie, wir haben das, glaube ich, nicht geklärt. Wenn jemand was Falsches sagt, dann wird nicht aufgedeckt, ne? Dann bleibt das Feld erstmal frei. Dann kann man nochmal raten, ja. Das macht die Sache schwieriger. Ja, aber sonst kann es ja sein am Ende, dass nur noch 5 offen sind und dass ihr einfach nur eure Joker verbratet. Und das wäre dann auch langweilig. Ja, ich werde die 2 nicht nehmen. Ich überlege, was ich jetzt nehme. Ich nehme den SummerSlam Main Event, also 10 bei SummerSlam Main Events. Und nehme 10. Genau, Roman Reigns gegen Jey Uso. Der Tribal Combat, aktueller SummerSlam Main Event. Immer da bin ich froh, dass ich das vorhin nicht genommen habe, weil ich war mir nicht mehr sicher mit Jimmy und Jay. Ich verwechsel die beiden seit Day One. Ich. Ich.
Hast du gar die Actionfigur gesehen? Dann kauf dir die doch. Nee, ich sammle keine WWE-Actionfiguren, außer ganz random Leute, die ich mag, wie zum Beispiel Dakota Kai. Chris Melzig weiß Bescheid. Vielleicht ist Dakota Kai in dieser Liste dabei. Irgendwo bestimmt. Bei WrestleMania 33 stand sie auf jeden Fall noch nicht. Da... Nee. Aber das war das mit der großen Rampe und dem Comeback von den Hardy Boys. Und auf dieser großen Rampe, das Bühnenbild, war eine Achterbahn und war diese große Weltkugel. Und diese Weltkugel ist ja das Alleinstellungsmerkmal von den Universal Studios. Von den Universal Studios, und die sind in Orlando. War WrestleMania 33 in Orlando, wo auch WrestleMania 36 war? Ich glaube schon. In diesem, ja, in diesem schäbigen Gebäude, in diesem, ich glaube, Citrus Bowl, was da auch WrestleMania 24 schon war. Dann sagst du mal, du hast keine Ahnung. Ja, so war es. Und es war eine Achterbahn. Und ich war sehr enttäuscht, dass Shelby im Ende nicht runtergesprungen ist. Ich war auch enttäuscht, dass Darby Allin bei All In nicht von dem Bogen über dem Wembley-Stadion drüber gesprungen ist. Also. Nächstes Jahr. Ich bleib bei SummerSlam. SummerSlam Main Event 22 war Roman Reigns, Brock Lesnar. Jawohl. Es war das Traktor-Match. Roman Reigns gegen Brock Lesnar. SummerSlam 2009 könnte ich dir anbieten, das wüsste ich. Ja, das interessiert mich aber nicht. Ja, das ist blöd. Tessa Blanchard, gegen wen hat die denn die Impact Championship verloren? Mein Gott, da könnte man vielleicht auch drauf kommen, wenn man den Kram nicht guckt. Ach, oje. Go for it. Versuch's. Die hat nicht mit so vielen Leuten geworkt. Das kann, also da gibt es nicht viele zur Auswahl. Aber das ist so ein Zeitraum von Impact. Ich habe nicht geguckt. Also ich kann ja bei den Impact-Daten, ich glaube, ich kann an keinem Datum herleiten, wer, wann, wie, wo. Ja, Impact ist bei uns generell nicht so im Fokus, das stimmt. Bei mir auch nicht. Aber ich dachte, nehme ich mal mit rein. Bisschen spannend machen. Bisschen über den Teich blicken. Ich habe mir vorhin hier so Notizen gemacht, wo ich WCW gelesen habe. Aber dummerweise, ich weiß besser diejenigen, die quasi, also nicht als es dann zur WWE rüberging, beziehungsweise damals noch zur WWF, als es gekauft wurde. Was ist denn eine Vakanz? Würde eine Vakanz in dieser Liste drinstehen? Nein, die wird einfach übersprungen. Vakanz ist kein Wrestler. Dann hat auf der Nummer 3 bei WCW World Champions vor Booker T Vince Russo den Titel gehalten und dann wurde der vakantiert und dann wurde Booker T Champion beim letzten Nitro. Das ist leider falsch. Echt? Auf der 3 ist nicht Vince Russo beim WCW, damit verlierst du deinen ersten Joker und hast du noch 6, der Herr Melzig ist dran. So, ich bleib bei Sachen, die ich auf jeden Fall weiß. Royal Rumble-Sieger der Frauen dieses Jahr, also Platz 10, war Rhea Ripley. Platz 10 beim Royal Rumble. Rhea Ripley, jawohl. Das war das zweite Royal Rumble Match auf der Karte. Deswegen ist sie hinter Cody Rhodes. Dieter, ich kenne deine Überlegung. Denk nochmal nach, da hast du irgendwas Wichtiges vergessen dazwischen. Ja, das ist das Problem. Das war diese Schlussphase bei WCW. Da ging der Titel die ganze Zeit hin und her zwischen irgendwie Leuten wie Booker T und Kevin Nash und Booker T und Jeff Jarrett und Ric Flair. Und der Titel hat da komplett heiße Kartoffel gespielt. Deswegen, das ist ein schwieriger Zeitraum. 17.09.2000. War das erste Mal, wo Booker T den Titel gewonnen hat? Nee, doch. Das kommt ungefähr hin nach dem Fingerpoke of Doom. Nein. Das war am selben Tag. Ach, ich weiß es nicht. Der Fingerpoke war irgendwie bei Great American Dingster und das ist nicht im November. Schwierig. Mit anderen Worten, du verzweifelst gerade. Sehr. Der Sommerkönig in Gefahr würde jetzt hier stehen. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Tja, TJ. Was ist denn mit den Money in the Bank Siegern? Da traut ihr euch gar nicht ran. Nee. Gleich, oh, der meldet sich. Also, jetzt gehen wir das Ganze mal ein bisschen logisch an hier. Royal Rumble-Sieger treffen bei WrestleMania auf den oder die Champion, Championess. So kann man es auch herleiten, tatsächlich.
Da war ich doch vor Ort, das werde ich doch wohl hinkriegen. WrestleMania 38, jetzt gucke ich auf die andere Liste, war in Texas. So, da waren wir, das waren 2 Tage. Super. Wir waren ja sogar noch zusammen dort, Chris. So, ich an dem einen Abend irgendwie Austin und Kevin Owens im Main Event, tralala, dies, das. Und der zweite Abend, natürlich, wurde beendet von Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Hat aber einer von den beiden den Rumble gewonnen, ist die Frage. Die Frage. Royal Rumble-Sieger 2022, also Royal Rumble-Sieger 8, war natürlich Roman Reigns. Wie konnte ich daran nur zweifeln? Da zweifle ich an dir. Roman Reigns hat 2015 gewonnen. Da war er. Da war er schon auf der anderen Seite. Jetzt hast du 2 Joker schon verloren. Das meldet sich. Weil 2022 bei den Männern Brock Lesnar den Royal Rumble gewonnen hat. Klassischer Abstauber. Ja, das habe ich dir jetzt davor gesagt. Ach komm. Gegen den Champion Roman Reigns dann reingegangen. Ja, der Champion ist doch nicht im Rumble drin normalerweise, TJ. Ha? Ich dachte, der wäre als Herausforderer, weil die irgendwie beide Roman Champions Reigns haben. Ist ach, immer Champion. Das sind zu viele Titel, wenn die da 5 Titel auf dem Spiel haben. Das ist ja schlimmer wie bei AEW. Die Kinder zur Schule, Mann. Die kennen keinen anderen Champion mehr. Ist so. Naja, 5-5, das ist jetzt der Ausgleich. Da wir kein Nachziehen oder irgendwas haben, ist jetzt wirklich absoluter Gleichstand. Der Ref weist nochmal darauf hin, dass ihr die Nummer dann immer dabei sagt, dass es keine Verwirrung gibt. Okay. Tja. Ach so, ich bin dran, verdammt. Ja. Ja, da hast du es dem Chris natürlich auch einfach gemacht. Danke dafür. Taktischer Fehler. Steht die Sommerkrone auf dem Spiel. Krall dir die Kohle, das Krone. Wenn es dich irgendwie beruhigt. Bei mir ist das Problem, ich bin jetzt so nervös wegen diesen verlorenen Jokern, dass ich gar nichts mehr weiß. Ich habe kompletten Blackout, weil es mich gerade unter Stress setzt. Pass auf, TJ, ich würde dir erlauben, jetzt mal so, wir sind ja schon sehr lange drin, so 30 Sekunden. Du darfst jetzt einmal Dakota Kai googeln und dir ein schönes Bild von Dakota Kai raussuchen und dann darfst du 30 Sekunden drauf gucken. Das würde ich dir erlauben, damit du wieder ein bisschen fokussieren kannst. Ist das in Ordnung? Nee, nicht mal die Dakota kann mir mehr helfen. Das ist schlimm. Na, wenn selbst Dakota Kai nicht mehr hilft. Hast du eine schöne Actionfigur hinten? Bestimmt eine, die irgendwo in einem von diesen blöden Main Events von AEW stand. Wie wär's denn mit NXT Women's Champions? Was weiß ich? Ich weiß ja nicht mal, wer aktuell Champion ist. Doch! Oh, aber das steht nicht in der Liste, weil es tagesaktuell ist. Ah, da ist was passiert an dem Tag, wo wir das aufzeichnen. Ja. Schade. Oh ja. Oh ja. Ich habe gerade gesagt, die Liste ist in der Stelle nicht aktuell. Also es ist wenn ich jetzt wüsste, von wem die den Titel gewonnen hat. Also die Rede ist von Becky Lynch. Die hat den Titel gewonnen, die wäre quasi die 11 bei den genau. NXT Women's Champions. Die wäre die 11, Champions. Die ist jetzt nicht mehr reingerutscht, genau. Grand Slam Becky. Mhm. Ja, Grand Slam Becky, aber ich habe ja keine Ahnung, von wem die das Ding gewonnen hat. Das wäre eine hilfreiche Information, ja. Das ist alles kein Problem. Wir gehen weiter mit Logik an die Sache dran. Veranstaltungen, wo wir waren. WrestleMania 38, wunderbar. Da gab es Damen-Matches. Da gab es dann auch Bianca Belair gegen besagte Becky Lynch, woran ich mich erinnere. Das wäre doch so ein Match gewesen, wo sich diejenige, die Herausforderin war, bestimmt dafür qualifiziert hat. Aber mit der Bianca ist es tricky, weil ich glaube, die war ja mehrmals bei WrestleMania hintereinander in den Titelmatches. Und zwar das erste Mal gegen Sasha Banks, als wir aus der Pandemie so seicht langsam rauskamen, 2021. Ja, der und nachdem den ganzen falschen Move, den sieht man wahrscheinlich heute noch bei Sasha Banks auf dem Rücken. Ist so. Und nachdem das ein großer Moment war, dass sie den Rumble gewonnen hat, war das bestimmt das letzte Match auf der Card. Deswegen ist Royal Rumble Sieger 2000, also Royal Rumble Sieger Nummer 6 im Jahre 2021, die gute Bianca Belair. Muss ich dich enttäuschen, auf der 6 ist nicht Bianca Belair. Ein Joker weg.
Dann würde ich sagen, auf der 7, Royal Rumble-Siegerin 22, ist Bianca Belair. Nee, Chris Melzig, da verlierst du deinen ersten Joker. Bianca Belair ist nicht Royal Rumble-Siegerin 2022. 4 zu 4, die Joker. Uiuiui, unsere Anwärter schwächeln. Es geht langsam in die heiße Phase. Kann nicht mehr lange dauern, TJ. Du bist wieder dran. Es ist schon aber ihr sehr seid, ich sage dazu, ihr seid beide sehr nah dran, ja. Ich wundere, dass ihr keinen Money in the Bank-Sieger habt. Nicht bei den aktuellen. Das wundert mich so ein bisschen. Royal Rumble-Sieger Nummer 5 im Jahre 2021, Bianca Belair, weil dann das Männer-Rumble-Match später an dem Abend war. Ja, da haben wir Bianca Belair. Es ging mit den Frauen los und später kamen die Männer auf der 5 beim Royal Rumble Bianca Belair. Na komm, weil du schon so danach fragst, Money in the Bank-Sieger dieses Jahr, Senior Money in the Bank, Damian Priest. Ja, dann fangen wir da an. Das heißt, der Chris hat sich da noch was überlegt. Eieiei. Strategie, Damian Priest. Royal Rumble-Sieger Nummer 4, Edge. Nummer 4, Edge. Leider nein, da geht der nächste Joker in die Wicken. Er ist nicht Edge auf der 4 2020. Oh nein, der hatte nur sein Comeback, aber hat's nicht gewonnen. Flüchtigkeitsfehler beim amtierenden, noch amtierenden, frage ich, Chris. Ich bleib bei Money in the Bank-Siegern. 2014 war Seth Rollins. 2014. Seth freaking Rollins ist korrekt und danach einer der besten Cash-Ins der Welt. TJ. Da sieht man, was es heißt. Sommerquiz, ne? Wir machen so viele Witze, gerade noch ChatGPT. Aber jetzt. Der geht nochmal alles durch. Spezialist für WrestleMania, aber eher davor die Jahre, hat er gesagt. Ich habe mir vorhin eine Lücke schon selbst beantwortet, weil... Warte. Ja, weil Booker T beim letzten Nitro den Titel gewonnen hat von Scott Steiner. Dann muss ja derjenige, der zuvor den Titel gewonnen hat, Scott Steiner gewesen sein, da am ominösen 26.11. WCW World Champions Nummer 3, Scott Steiner. Absolut korrekt. Das war der Denkfehler, den du gerade hattest. Natürlich. Er hat ihn ja nicht von Vince Russo geholt. Das war ja deine Antwort gewesen. Ich mach weiter bei Money in the Bank-Siegern und nimm den vom letzten Jahr, 22. Das war Austin Theory. A-Town Down. Das war Austin Theory. TJ. Ein Joker weniger. WCW World Champions Nummer 2, Booker T. Nummer 2, Booker T. Ist korrekt. TJ ist wieder auf Spur. Chris meldet sich. Da sehen wir, wie wichtig die Joker vorher waren, ne? Ich hab's euch gesagt. Die Platz 10 bei den NXT Women's Championess war Tiffany Stratton. Wir gehen auf die NXT Women's. Ja, es war Tiffany Stratton und ja, aktuell ist sie es nicht mehr, aber ich habe das erklärt. Wir sind nicht so aktuell. Wer denkt, DJ? WCW World Champions Nummer 1, Vince Russo. Vince Russo, auf die 1. Auf die 1, da wo er hingehört, Vince Russo. Endlich ist er auch im Sommerquiz angekommen. Er hat sich nach einer Woche überlegt, er ist doch kein Wrestler und dann hat er ihn abgegeben. Auf Platz 7 bei den NXT Women's Champions ist Mandy Rose. Platz 7 ist Mandy Rose, ja. Da musst du an den Monatszahlen wahrscheinlich gesehen haben, dass das ein langer Run war. Mandy Rose ist genau. WCW World Champions Nummer 6, Booker T. Das sehe ich an den Zahlen, weil da gab es einen Title Swap hin und her. Da war quasi eine Woche dazwischen. Er hat den Titel dann irgendwie verloren und dann hat er ihn wieder zurückgeholt. Und ich glaube, das war dann am 30.07.2001, wo er Six-Time World Champion geworden ist. Oder Six-Time, so. Five-Time. Six-Time, Five-Time, irgendwie sowas. Auf der 6 auf alle Fälle. Booker T ist richtig, jawohl. Ich glaube, es war tatsächlich der 6. dann. Das war ja schon unter WWE. Weil der nächste war dann die World Heavyweight Championship. Also, ach, irgendwie so. Ja, der hatte viele Regentschaften. Genau. Ja. Auf Platten Mr. Money in the Bank war Otis. Auf welcher Nummer? 7.
Auf der 7, Otis. Der Schinkenmann, ja. Das ist richtig. Das war das im Performance Center. Auf dem Dach. Als einige Wrestler vermeintlich gestorben sind. Baron Corbin hat dann doch überlebt. Hat sie runtergeworfen. '08.2001. Das riecht mir doch sehr nach SummerSlam oder kurz davor. Und das Programm, was er hatte, der gute Booker, war gegen The Rock. Deswegen ist die 7 bei WCW World Champions The Rock. Ich rieche, was er kocht. Es ist The Rock. Und jetzt seht ihr mal, was hier für Experten im Finale sind. Wirklich. Das. Er wird auch eng. 4 Joker hat er noch. Ja. Kurz überlegen. Das wird auf alle Fälle das längste Netto-Spiel. Ich glaube, wir haben im vorletzten Sommerfinale auch ein bisschen diskutiert. Da war es vielleicht noch länger, aber rein von der Nettozeit ist das hier sehr episch. Chris, deine Antwort. Ich sag, der Männer Royal Rumble Sieger 2020, das müsste gewesen sein Drew McIntyre. Ja, 2020 habe ich 2 Einträge. Ah, okay, die 3. Die 3 Drew McIntyre beim Royal Rumble ist leider nicht korrekt. Joker weg, beim Chris auch nur noch 3. Welche Kategorie war das? Royal Rumble 3, hat er gesagt, Drew McIntyre. Das schreibe ich mir auf, dass der das nicht ist. Aufschreiben ist natürlich erlaubt. WrestleMania 37 wollte ich hinfliegen, hatte auch schon Tickets in der Hand und fühle mich doof, dass ich trotz dessen nicht zu 100% sicher bin, in welcher Stadt das gewesen wäre. Nein, das hätte ja 36 da stattfinden sollen, wo es dann 37 waren. Also für 2020 hatten wir die Tickets und der Trip war nach Florida und wir hätten auch AEW gemacht im Rahmen dessen. Wir wären von meinem Kumpel in Atlanta runtergefahren und wären gelandet in... Wir haben den Urlaub danach geholt. Dieses Jahr, 2023. Und sind an den Flughafen gefahren, wo wir hingeflogen wären in dem Pandemiejahr. Also ist WM-Veranstaltungsorte 8 Tampa. Es ist immer wieder erstaunlich, wie der TJ denkt. Ne? Wir sind jetzt im dritten Jahr in Folge immer da und dann sind wir dann da und dann kam der und dann der. Und am Ende kommt eine richtige Antwort raus. Tampa ist richtig, die Liste mit den Austragungsorten ist voll. Dann mache ich jetzt den Royal Rumble-Sieger auf Platz 4, Drew McIntyre. Das war's gewesen. Drew McIntyre ist auf der 4 tatsächlich. Es war das zweite Match der Nacht. Das ist richtig. Der hat den Brock rausgeworfen da in dem Jahr, oder? War das das Jahr? Ich glaube schon. Ja, und dann kam der Edge danach. Also es gab die 2 großen Rumble-Momente sozusagen an dem Abend. Ja, eins der letzten großen Events vor der Pandemie. So, finde ich gut, dass die WrestleMania und die Rumble in derselben Spalte liegen, beziehungsweise in derselben Zeile. Da kann man so ein bisschen sich das herleiten. Wo war die Shows und wer ist gegen wen angetreten? 2020 war Turnhallen WrestleMania. Das Blöde ist, dass es halt immer 2 Titel gibt. Also bei den Damen 2 Titel und so. Das macht es teilweise echt schwierig, drauf zu kommen, wer den Rumble gewonnen hat, um sich für das doofe Titelmatch zu qualifizieren. Das ist richtig. Nee, mach mal erstmal irgendwas, was einfacher ist. 5. Also ich bin bei WCW wieder World Champions. WCW, ja. 5.1.2001. Also das war eine lange Regentschaft, weil der Titel, der war dann auch eher so, der war nicht so wichtig, der war da in den Shows, aber den hat einer eigentlich das ganze Jahr über der Schulter getragen und das war The Rock. Auf der 9.
Auf den neuen. Ja, ist genau. Richtig. Weil Jericho hat ja den und Austin dann an einem Abend besiegt. Habe ich gerade aus Versehen schon verraten. Gut, dass das keiner genutzt hat, das zusätzliche Wissen. Das hätten wir auch gewusst. Also daran wäre es nicht gescheitert. Gut, dann kriegst du jetzt Platz 3 Royal Rumble-Siegerin Charlotte. Die ist dann auf den NXT-Champion gegangen. Das war Rhea Ripley. Ja, haben wir heute auch schon gehabt. Das Match in einer der Fragen wird immer voller. Es wird immer spannender. Da war ich mir nämlich nicht so ganz sicher. Da war ich am Überlegen. Es hat bei mir auch gedauert, bis der Kopf da irgendwie ins Laufen gekommen ist. Wir haben noch zwei WCW World Heavyweight Champions. Beide schon zu Zeiten der WWE oder WWF. Ja, das eine ist No Mercy am 21.10. Das ist klassischerweise der Oktober-Pay-Per-View gewesen. Ende des letzten Jahrtausends, Anfang diesen Jahrtausends. Aber ich meine, ich bin mir ein bisschen sicherer bei der anderen Lücke. WCW World Champions 5 muss Kurt Angle gewesen sein, weil der hatte den Titel auch. Und der kann es nur da gewesen sein. An meinem Geburtstag hat er sich geholt. Kurt Angle. Am Geburtstag. Ja. Ich gebe dir Platz 9 der NXT Women's Championesses. Das schön, ist Indi Hartwell. Ja, es ist Indi Hartwell. Vielleicht nicht die bekannteste NXT-Champion, aber sie war NXT-Champion. Und dann kam die doofe Knöchelverletzung und dann kam Tiffany Stratton. Was immer jetzt ist. Ja. So, ja, ich meine jetzt bei Raw mit Indi Hartwell. Ja. DJ. Das wird langsam tricky mit Sachen, die wir schon genannt haben und die dann falsch waren und wo man dann so ein Jahr daneben und so eine Scheiße. Ja. Knifflig. Freue mich auch, dass der Reflow noch nicht eingreifen musste. Also es läuft alles mit rechten Dingen zu. Also wie jedes Sommer fürs Finale eigentlich. DJ. 2021, Piratenschiff WrestleMania, was sie nachgeholt haben. Main Event Roman Reigns covert zwei Leute, covert Edge, covert Bryan. Bryan wurde aber reingebuckt, weil es die Fans wollten. Edge hatte sich dafür qualifiziert, also muss Edge den Royal Rumble 2021 gewonnen haben auf Royal Rumble Nummer 6. Und so war's. Bin der 1 gestartet und auf der 30 am Ende gewonnen. Tja, da unten ist noch ein Royal Rumble-Name und dann haben wir oben noch 2019 Männer wie Frauen offen. Ja. Bei den Main Events, da zögert ihr auch noch sehr. Ja. Also bei AEW, einige stechen raus. Ich weiß natürlich auch nicht alle. Ich habe sie alle gesehen. Einige habe ich zumindest im Kopf, wo ich sage, ja, das stimmt, das war der Pay-Per-View. Also das ist vielleicht auch für die Zuschauer ganz interessant, weil so WWE-Sachen zum Beispiel jetzt aus der jüngeren Vergangenheit finde ich viel leichter als AEW, weil ich das anders gucke. WWE darf ich einfach nur als Fan gucken. Bei AEW kann ich gar nicht so sehr Fan sein, weil ich Analyst bin. Das ist nicht meine Aufgabe, die Shows als Fan zu gucken. Das ist nicht die Perspektive, die ich in den Podcasts habe. Deswegen gucke ich es nicht mit diesen Augen. Und deswegen speichere ich es mir nicht ab als nostalgisch. Oh, ich erinnere mich, der Main Event war so toll. Das ist richtig. Ich traue mich nichts anzufassen. Bei AEW Main Events... Ich auch nicht. Ja, ich kenne das, dann macht man doch Notizen zwischendurch, dann kriegt man was nicht mit, dann ist man nicht so drin. Der Refflow muss mich doch mal korrigieren, das liegt aber an mir und nicht an euch. The Rock, 5.11.2001 wäre richtig. Es steht 5.1., hat jetzt keine Auswirkung auf das Spiel, aber Vollständigkeit halber. Falls ihr wieder in die Kommentare schreibt, hat der Weber wieder was falsch gemacht oder so. Guck mal, hab ich mich auch getäuscht. Ich hätte es gekauft, wenn der das ganze Jahr Champion gewesen wäre. Ach, schau mal jetzt. Aber ja, die Regie direkt, alles, ihr habt das nie gesehen. Jetzt gehe ich in ganz überraschende Sphären. Oh, Impact jetzt. World Champion. Perfect. Platz 10. Geil. Alex Shelley. Wow, jawohl. Wir sind im Impact-Territorium. Gerade eben verteidigt, Alex Shelley. Wow. Ja. Oh, jetzt ist, ich glaube, der TJ ist jetzt leicht geschockt.
Er hat sich schon ausgerechnet. Ui, aber jetzt hat er natürlich... Jetzt habe ich Angst, dass der in der Liste irgendwas anderes sich noch herleiten kann. Ja, Junge. Who knows? Ja, man muss es halt verfolgen. Ne? Also Impact ist immer gut irgendwie. Ne? Hat sich durchgezogen über die Jahre, immer gehalten für seine Fans. Aber wenn man es nicht mitkriegt, dann kriegt man es... Also wenn man die Shows nicht guckt, dann kriegt man es auf jeden Fall nicht mit. Wenn man AEW nicht guckt, kriegt man immer so ein bisschen was mit, aber Impact ist immer so... Vor allem, du kriegst nicht mit, wer in welcher Reihenfolge dann da irgendwie am Start ist. Also, das ist halt... Ja. Aber ich musste auch ein bisschen was Schwierigeres nehmen, damit wir dann tatsächlich am Ende auch ein Ergebnis haben und ihr die Liste nicht einfach nur durchrattert. Ich glaube, das passt schon ganz gut. Ja, TJ. Wer war denn der Vorgänger von Alex Shelley? Das werde ich dir in 100 Jahren und nach 1000 Jokern nicht beantworten können. Das war im April, komm, das war nicht so lange her. Ich auch nicht. Vielleicht machen wir lieber was mit WWE. Wo ist denn jetzt Dakota Kai? Ja, die ist dann nirgendwo in diesen großen Matches bei WrestleMania. Das ist ja das Problem. Und den Rumble hat sie auch noch nicht gewonnen. Sie war zwar schon ein, zwei Mal bestimmt drin, vielleicht sogar dreimal, aber gewonnen hat sie es nie. Die Frage ist jetzt natürlich, 2022, mein Gott, also ich habe es live gesehen, so das Match von der Person, die es gewonnen hat und dann vom Rumble zu WrestleMania gegangen ist. Ich habe alle dieser Matches gesehen, bis auf Impact. Alles. Aber ich weiß es doch nicht mehr. Das ist nochmal schlimmer, wenn du es live gesehen hast und das dann irgendwie in deinem Hirn so sich auflöst einfach. Das ist so lange gut, solange man nicht im Sommerquiz-Finale steht und Sommerkönig of the Ring werden will, denn dann muss man das wissen, ansonsten schafft man es halt nicht. Exakt. Ich bin gerade in meinem Hirn so bei Ronda Rousey und ich weiß, dass die bei WrestleMania 39 dieses Jahr so ein Bullshit-Match hatte, weil da bin ich Merchandise kaufen gegangen. Bin durchs ganze Stadion gerannt, um für meine Freundin das letzte verbleibende Mädchen-T-Shirt in Größe S zu kaufen mit einem schönen WrestleMania-Logo. Und da habe ich mir den 4-Way geschenkt. Und im Jahr vorher hat die doch um den Titel gewrestelt. Die hat doch den Rumble gewonnen. 7. Royal Rumble. 7. Ronda. Bestimmt. Wer vorhergesagt? Ich habe in unserer Jahresvorschau gesagt, Brock Lesnar und Ronda Rousey im gleichen Jahr Royal Rumble hat gestimmt. Mhm. Bisschen ältlich. Ah, okay. So. Lass mich mal überlegen. Ja, das ist ja nichts Neues in diesem Finale. Aber wir haben Zeit, wie gesagt. Sag mal, das ist also was, Finale. Oho. Was ich dir noch geben kann, ist auf Platz 6 Roxanne Perez. Die hat gewonnen. Platz 6 bei den NXT-Champions Roxanne Perez ist... Ah nein, ich bin im falsch. Zwei Joker nur noch bleiben. Chris meldet sich. Das ist genau mein Problem, weil ich so ein paar Mädels weiß ich auch. Also ich wusste auch, dass die Roxanne Perez da irgendwo so rumschwirrt oder... Aber als Herausforderer oder als Champion, das ist... Ach Gott, wenn man es nur so gelegentlich guckt. Ja, seitdem Dakota Kai da weg ist. Eine Frage an die Regie. Stimmt denn dieses Datum bei, also bei Dingens, NXT Nummer 8? Ich hab mich einmal vertan. Einmal. Ja, okay, es stimmt. Also, Mandy Rose offensichtlich hat den Titel 14 Monate lang gehalten, hat ihn Mitte Dezember verloren. Ja. Das ist Dürre bei den beim Main Roster. Das heißt, das war bestimmt irgendein toller Pay-Per-View und sie hat ihn an irgendeine verloren, die hart gepusht wurde, weil wenn du eine Championess nach 14 Monaten entthronst, dann bist du der Shit. So. Ja, jetzt fehlt nur noch die Schlussfolgerung. Ja, das war nicht die Roxanne. Also deswegen bin ich da jetzt unsicher. Also nee, das ist mir zu gefährlich. Und wir gehen lieber zu unseren WCW-World. WCW zurück, einen haben wir noch. Da fühlen wir uns gut. Also ich glaube, da gab es auch so ein bisschen hinher mit dem Titel. Und ich glaube nicht, dass Jericho den Titel zum ersten Mal gewonnen hat. Boah, das ist echt schwierig, weil er zwei Titel an einem Abend gewonnen hat. Pass auf, er hat zwei an einem Abend gewonnen, aber den einen hat er zum ersten Mal gewonnen. Das war der WWE-Titel. So, dann war er Unified, ich habe beide Titel, so ich habe das Bild in meinem Kopf. Und der WCW-Titel war für ihn aber nicht neu, dass er ihn gewonnen hat. Den hatte der vorher schon mal, dann muss er das gewesen sein. Dann ist WCW World Champions Nummer 8 Chris Jericho, weil The Rock Jericho, da ging der Titel hin und her. Bam, haben wir es doch!
Die letzte WCW ist voll, genauso war es, ja, Chris Jericho. Es war tatsächlich eine Nacht zuerst WCW, den hat er schon mal geholt. Und dann im nächsten Match direkt gegen Austin und dann war die Verteidigung. Genau. Das heißt, es war technisch nur für ein paar Minuten Champion. Der Ref nochmal, ne, das Datum stimmt und bitte keine Zweifel am Moderator. Ja, TJ, das letzte Warnung. Chris Meltzig ist dran. Ich traue mich, ich nehme auf der 8. Auf der 8 nehme ich Roxanne Perez. Ja, da ist die Roxanne Perez. TJ hat es doch schon vorgemacht. Du lagst sehr falsch. Mandy Rose war sehr lange Champion und dann hat sie sich zu viel ausgezogen auf den sozialen Medien und deswegen wurde sie entlassen und deswegen wurde da über Nacht bei NXT, bei der normalen Ausgabe, Roxanne Perez reingeworfen. So war es gewesen. Jetzt bist du aber dran. Der Chris hatte doch davor Roxanne Perez gesagt, aber auf der 6, oder? Da bin ich nie aufgepasst. 6, auf der 6, ja. Genau. Ja, das ist... Und davor wäre ja schon 2020, da war die ja noch gar nicht. Also eigentlich war es eine geschenkte Antwort, muss man auch mal sagen. Männliche Money in the Bank-Sieger. So, jetzt schauen wir mal, ob wir uns irgendwo in was Neues reindenken können. Ja. So Cash-Ins und so. Ein Cash, neue Denken. Dann habe ich da den Bär getroffen, dann hat er sein Smartphone verloren, was eigentlich ein Handy ist. Dann sind wir nach Tampa geflogen. Und aber eigentlich meine ich ja 3 Jahre vorher, da habe ich schlecht gefrühstückt. Ich habe dir das ein bisschen vorweggenommen schon mal. Ja. Danke. Money in the Bank-Sieger. So, hat dann irgendeiner mal bei WrestleMania eingecashed? Mal überlegen. Also klar, der Seth, aber das ist ja, das steht ja da schon. Ärgerlich, ne? Das ist ärgerlich. Hätte man draufkommen können. Das ist halt mit den männlichen Money in the Bank-Siegern, das war jetzt halt relativ oft, dass die Leute halt dann auch vermasselt haben. Also so in den letzten Jahren ist das prozentual auf einmal sehr häufig passiert, wo das vorher absolut so, boah, das passiert nur einmal in 10 Fällen. Und jetzt passiert es irgendwie dauernd hintereinander. Naja, die letzten 3 Royal Run-Sieger haben auch verpatzt bei den Männern. Also da ist es genauso. Ach, die letzten 3 haben verpatzt. Das ist ja interessant. Das könnte ja dafür sprechen, dass die Leute 2019 nicht verpatzt haben. 2019 waren wir bei welcher WrestleMania? Das war die WrestleMania vor der Pandemie in East Rutherford. Ich erinnere mich, weil es in der Liste drüben steht. Irgendwann. Ich weiß, meldet sich, es tut mir auch sehr leid. Alles gut. So, WrestleMania 35, wie sah die aus? Hatte kein Piratenschiff. War auch nicht New Orleans. War Open Air. Wer hat bei einer Open Air WrestleMania in dem Jahr vielleicht den Titel hochgehalten? Das haben wir da schon. Könnte man drauf kommen. Ja, das haben viele im Kopf noch. Das war ein legendäres WrestleMania aus verschiedenen Gründen. Letzte WrestleMania mit einer Nacht, ne? Das war damals noch. Ja, das war die letzte lange WrestleMania. Ich glaube, der Pair war doch dort, oder? Ja, nee, der war da. Der war da. Kann ich den Telefon-Joker bitte haben? Ach nee, den Pair erreiche ich nicht. Dem sein Handy ist ja immer noch in dem Koffer drin. Smartphone, ja. Ja. Sein Smartphone. Okay, diese Liste ist länger, als ich gedacht habe. Crunch Time. 3 Joker hast du noch. Ich kann nur einen Tipp geben. Auf dieser Liste tauchen noch verschiedene Namen auf. Sind noch. Also so ein Kenny Omega ist noch dabei. Brock Lesnar ist noch dabei. So viel kann ich sagen. Fuck it. Ja. Main Events bei AEW 8. Revolution 2023. Anarchy in the Arena. Here goes nothing. Auf der 8, Revolution 2023, es war nicht Anarchy in the Arena. 2 Joker bei beiden. Jetzt hat sich der TJ was getraut. Chris. Warst du bei Impact World Champions Vor- und Nachnamen? Nee, oder das haben wir gerade auch nicht so gemacht, ne? Da habt ihr auch nur den Nachnamen gesagt bei den G1-Gewinnern. Also ein Nachname würde mir reichen. Okay. Es sei denn, es ist Uso, dann würde das nicht reichen. Du kriegst jetzt keine Antwort. Ich wollte es einfach nur wissen für den Fall der Fälle. Aber ich helfe für den Fall der Fälle. Bei den G1-Gewinner wollte ich noch gesagt haben. Ich habe es vergessen, ne? Weil die gewinnen ja, die Gewinner vom G1, die gehen ja dann immer dann zu Wrestle Kingdom ins Main Event gegen den Champion. Das heißt, man hätte da auch TJ drauf kommen können eigentlich, dass das dann schon die Main Guys sind.
Ja, wenn du mich nicht unter Stress setzt und nicht seit einer Stunde diese blöde Musik im Hintergrund läuft, dann könnte man da drauf kommen, ja. Danke an die Regie. Soll ich nochmal ChatGPT begnügen? Kann doch einen Move raussuchen. Nein, komm, Chris, nee, komm, mach mal. Lass mal. Ihr seid beide auch sehr müde. Wir zeichnen das hier abends auf. Es ist gerade 22.45 Uhr an einem Arbeitstag, aus dem wir kommen. Verzeiht uns, wenn wir aussehen wie Scheiße und uns auch so fühlen. Nur du. Seid lieber froh, dass ihr uns nicht riechen könnt, ganz ehrlich. Ist so. Angst, Schweiß. Deswegen machen wir ja Podcast. Ganz einfach. Mr. Money in the Bank 21, oh. Big E. Ja, Mann, wir kriegen eine Antwort. Big E. Und der hat sehr wohl erfolgreich eingecashed. Ja. Wie natürlich jeder weiß, war der eine AW-Pay-Per-View, der geheadlined wurde im Main-Event von Anarchy in the Arena, ja, der 9. auf dieser Liste, Double or Nothing. Ja. Ja, jetzt habe ich aber Blackpool gesagt, Combat Club gegen The Elite. Ja, genau, das wollte ich hören, dann ist das richtig. Ich brauche nicht die einzelnen Teilnehmer, aber ich muss zumindest die Teams wissen, Anarchy in the Arena, Double or Nothing. Und 23. Wie auch jeder weiß, war Mr. Money in the Bank 2019 Brock Lesnar. So, der Chris Melzer, ich glaube die ganze Zeit, der spielt uns echt immer noch, ne? Wenn es sein muss, dann haut er die Antworten noch raus. Ich versuch's nochmal mit Revolution 2023, Main Events von AW auf der 8, war dann wohl, bevor er sich verletzt hat, Bryan Danielson gegen... Ja, der war da schon Champion, glaube ich, MJF. Bryan Danielson gegen MJF. Sehr lange, ja, absolut. MJF gegen Bryan Danielson, 60 Minuten. Oh, Back to the Future hat gerade geschlürft. Könnte ich nochmal den Trick machen? Ich glaube, der Melz, ich möchte jetzt auch noch ein bisschen trinken. Chris, gib mir doch nochmal den Back to the Future Becher rüber, bitte. Kein Problem, nimm dir einen Schluck. Danke. Nee, das hat nicht funktioniert. Nein. Doch, ich habe ihn abgestellt, hallo. Tolle Katze. Ja, aber... Nein, TJ hat es versagt. Ist egal, wir nehmen das jetzt hier ernst. Chris, ich möchte eine Antwort. Ja, eine Antwort. Gib doch mal eine Antwort jetzt, Chris. Ja. Eine Antwort brauchen wir jetzt. Wir brauchen Antworten auf diese Fragen. Ich hätte für dieses Spiel ein Zeitlimit einführen sollen. Irgendwie so 10 Sekunden, 20 Sekunden oder so. Sowas kann sich auch nur du ausdenken, wirklich. Also ja, ein Spiel mit 100 Antworten einfach nur. Ja, aber rechne doch mal. Und 10 Sekunden pro Antwort sind 1000 Sekunden. Das sind ja irgendwie 18 Minuten oder so. Das wäre absolut im Rahmen gewesen. Ihr seid die alle Geschichte. Ja, aber erzählt. Man muss ja denken. Und man schwimmt aus seiner Jugend bei jeder Antwort. Ja, wir müssen ja auch laut denken, weil wenn wir nicht erzählen, wie wir uns das herleiten, ist das ja langweilig für den Zuschauer. Wenn wir einfach nur runterrattern, dann wäre das nicht entertainend. So. Antwort. Rab kostet Antwort. Ja auch. Ich wäre meine Antwort. Ja, SummerSlam 2014, John Cena gegen Daniel Bryan. Falsch, richtig. Überleg nochmal. Was ist das für eine Nummer 1? Eins. Was hast du gesagt? Daniel Bryan gegen John Cena. Nee, das steht ja schon. Überleg doch nochmal. Das ist leider falsch. Das war ich hab's dir sogar gesagt, dass das falsch ist. Das ist ein bisschen peinlich jetzt. So, der Reflo sagt, der Unmoderator ist unantastbar. Ja, unantastbar. Das ist sonst nur die Würde. Also. Ja, also. Was der Main Event vom SummerSlam 2014 war, das weiß ich natürlich nicht, aber was der Main Event von AEW bei Full Gear 2022 war, da hat immer noch der MJF den Titel gehalten und hat gegen das andere Arbeitstier gewrestelt, gegen den Moxley. Auf der 7 MJF gegen John Moxley, sagst du? Ja, das ist so gewesen. So, nochmal zur Erklärung. Ein Joker beim Chris, das heißt, er darf sich jetzt noch eine falsche Antwort leisten. Wir stehen noch nicht vorm Ende. Hier war Super Mario Land, ne? Früher immer. Brothers, je nachdem. Bei mir war es immer Land. Ich habe am Game Boy gespielt. Da hat man dann null Leben. Und null Leben heißt, jetzt ist wirklich, also wie echtes Leben eigentlich. Wer war denn jetzt der Vorgänger von Alex Shelley? Boah, das ist eine verdammt gute Frage. Von uns auf jeden Fall nicht. Na gut. Wie bist denn du überhaupt auf Alex Shelley gekommen? Also, keine Ahnung, hast du so sicher gesagt? Post gesehen oder so, ich kann es dir ehrlicherweise auch nicht mehr wirklich sagen. Junge, Junge. Keine Ahnung. Manchmal dreht sich's da oben und dann kommt da irgendwas raus und dann hast du Glück.
Ist leider ein bisschen zu selten gerade. Ja, das geht vielen Menschen so. Ja. Man wurschtelt sich so durch. Zum Beispiel jetzt mit einer Antwort. Ja, sofort. Mr. Money in the Bank 2018, Baron Corbin. Der 5? 2018, ja. Baron Corbin. Dann verlierst du deinen allerletzten Joker. Okay, jetzt dann aber wirklich. Erstmal ist der T-Shirt dran. Der hat noch gesundes Polster mit zwei Jokern. Ich war gerade in meinem Denkprozess. Was hattest du geantwortet? Baron Corbin auf der Nummer? Der 5, hat er gesagt. Baron Corbin auf der 5 bei Money in the Bank. Notiert. Der war es also nicht. Ich gehe mal mit Logik an die Sache ran, weil bei All Out 22 war natürlich dieser Skandal mit der Pressekonferenz, als der Punk da bisschen eskaliert ist und danach ist es Backstage eskaliert. Wessen Grund oder wessen Schuld das war, werden wir nie so ganz erfahren, aber Punk hatte an dem Abend den Titel verteidigt. Larry ist unschuldig. Larry hat nur die armen Menschen verteidigt, die dort auf Krücken in der Kabine saßen. Ich war nicht dabei, aber ich weiß, dass das bestimmt so war. Und ich weiß auch, dass der Punk an dem Abend den Titel hatte, weil der saß ja mit dem Titel da bei der Pressekonferenz. Und Kuchen. Und Muffins. Und ich erinnere mich nicht an viele Main Events, die er hatte bei Pay-Per-Views. Vielleicht war das der einzige. Aber der war doch, wenn ich jetzt, also ich würde gern sagen gegen Moxley, aber ich weiß nicht, ob Moxley dann beim nächsten Pay-Per-View 4 Monate später direkt wieder gegen MJF gerestelt hat. Aber die booken Schwachsinn bei AEW. Das kommt hin, dass die jemanden einfach zweimal hintereinander ein Main Event booken. Meine Antwort bei der Nummer 6, AEW Main Events All Out 2022, CM Punk gegen John Moxley. Ja, das war eine sehr schwere Geburt. Das war eins von den Sachen, wo ich sage, okay, ich weiß das zwar nicht alles, aber All Out, Fall Out, Brawl Out, das ist im Kopf geblieben. Das hätte ich dann schon noch gewusst. Aber TJ, der erarbeitet sich diese Liste. Es ist wirklich krass. Vorher, nee, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Jetzt hat er so halb schon durch. So, und jetzt, Chris, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Du siehst das dann neben dir, ne? Das ist eine Null. Das heißt, du bist jetzt quasi, also, du bist jetzt sterblich geworden. Eine falsche Antwort. Wenn du jetzt irgendwas Falsches sagst, und TJ ist schon wieder Sommerkönig. Und ich weiß nicht, ob wir das wollen. Also bitte streng dich an. Ja. Es sind noch viele Plätze offen. Wir haben noch einen WWE-Champion, haben wir alle vergessen. Wir haben noch 2 Rumble-Sieger. 4-mal Money in the Bank. Die anderen habt ihr schon gut abgearbeitet. Also kann euch keiner nehmen, die Qualität, die ihr hier an den Tag gelegt habt. Komm, Chris, jetzt überleg mal, du weißt, wer vor Alex Shelley Impact World Champion war. Auf gar keinen Fall. Oder nach Tessa Blanchard. Ich weiß, dass wir... Boah, ist das schwierig. Jetzt ist es schwierig. Das ist, wenn man die Wildcard holt und hier mitmacht, ne? Jetzt ist ja erstmal, was Sommerquiz bedeutet. Wir suchen den Sommerkönig of the Ring. Kommt Chris Melzig noch mal rein ins Spiel. Mit der folgenden Antwort. Ich gehe mit Money in the Bank Sieger Platz 4, Baron Corbin. Money in the Bank Platz 4, war das Baron Corbin? Er war mal Money in the Bank Sieger, das ist klar. Und er war es 2017 auf der 4. Chris Melzig hat noch mal den Kopf aus der Schlinge gezogen. TJ. Ich hab's mich ja nicht getraut. Also, ich wäre jetzt auch so am Überlegen gewesen, nachdem du das quasi als Nummer 5 falsch beantwortet hattest, ob es irgendwie dann auf der 4 gewesen sein könnte. Er war's. Hilft mir aber auch nichts, weil ich kann nicht sagen, wer das 2018 war. Also, ich habe ein großes AEW-Match noch im Kopf, weil ich vorhin hier so gesagt habe, CM Punk Main Events, ob es da nur einen gab. Also, es gab ein anderes großes Match, was er hatte, was ja dann quasi auch im Nachhinein rauskam, mit dem Trash-Talk und so gegen den Hangman. Aber ich weiß nicht zwingend, ob das der Main-Event war.
Das ist manchmal auch komisch bei AEW, weil dann haben sie irgendwie große Matches, aber dann sind sie nicht zwingend das letzte Match auf der Card. Main Event ist definiert als das letzte Match an dem Abend. Ja. Ich weiß, keine NXT Women's Champions. Ich weiß, glaube ich, keine Money in the Bank, Leute. Ich weiß höchstens ein SummerSlam Main Event. Ich weiß nichts bei Impact. Dieser dumme eine leere WWE-Champion zwischen Drew McIntyre und Drew McIntyre. Weiß ich unter Druck auch nicht. Das Beste, was ich habe, die beste Option ist Main Events von AEW, Nummer 5, Double or Nothing. CM Punk gegen Hangman Adam Page. Ist richtig. Du machst die ganze Liste voll. Main Events. Ja, da wird es langsam schwierig. Ich vor, es ist Adam Page, der Hangman gegen CM Punk. Da sind natürlich viele Streitereien schon entstanden zu dieser Zeit. Das meldet sich. Übrigens, es ist gut, dass du schon die Halbfinals und Viertelfinals gewonnen hattest. Mehr Punkte, ne? Dieser Extra-Joker, der hat dich schon gerettet, sonst wäre jetzt schon vorbei gewesen. Also wichtig. Aber erneut heißt es jetzt Do or Die. Ja. So ernst war der Chris Melzi seit 10 Jahren bestimmt nicht mehr. Damals hat er die Weisheitszähne rausgekriegt. Das ist wohl richtig. Das kommt sogar ungefähr hin. Das Gemeine bei Chris ist ja, wo wir gerade bei Weisheitszähnen und beim Thema Essen sind. Ich kenne ja den Chris jetzt doch auch schon ein bisschen länger und war mit ihm schon hier und da mal im Urlaub in verschiedenen Ländern, auf verschiedenen Kontinenten. Der Chris, der braucht viel Nahrung. Der Chris ist ein hungriger Bär und das Sommerquiz geht ja jetzt schon ein paar Stunden. Und wenn der Chris ein paar Stunden nicht gegessen hat, dann setzt halt sein Geist aus. Das habe ich tatsächlich schon live beobachtet. Oh. Darf der Chris sich einen Mitternachtssnack holen? Mal irgendwie hier so ein bisschen von einem Riegel oder so. Nein, weil ihr selber schuld seid, dass das so lange dauert. Ja, wenn du so schwierige Sachen machst. Du weißt doch als Sommerkönig, du warst jetzt in jedem Finale, du weißt doch, wie das ist. Und er hätte ja, aber halt da, ich habe gedacht, Finale wäre jetzt wieder, wer bin ich? Und dann fragt man halt kurz, bin ich männlich, bin ich weiblich, bin ich dies, bin ich das? Bin ich aktiv, bin ich nicht aktiv? Und dann weiß man, die Antwort ist Lex Luger. So, und stattdessen kommst du jetzt hier mit 100 Antworten. Wie soll denn das irgendein Mensch auf der Welt alles beantworten? Ja, weil 100 Antworten merkt man nicht, wenn ich eine davon falsch habe. Hier das eine Datum, siehst du? Bei Lex Luger, ja, meinetwegen, dann habe ich mich halt vertan. Passt ja jetzt auch nicht hier hin. Und Chris Melzig kann jetzt nichts essen, weil es könnte jetzt die allerletzte Antwort kommen. Das wäre ja total langweilig, wenn er jetzt was essen würde. Kann gleich was essen, wenn wir unseren Nachschlag machen. Chris Melzig, schaffst du das jetzt oder nicht? Letzte Antwort oder nicht? SummerSlam Main Event 2020. Das ist die 7. Ich gehe mit 21. Oder? 21, lass mich überlegen. Verdammt. Es ist so schwer. Es ist so schwer. Mach jetzt nicht das eine SummerSlam-Match, wo ich am Überlegen bin, das noch zu nehmen. Nein, natürlich nicht. Das ist nett von dir, danke. So bin ich doch. Ich weiß, dass es dich ärgern wird, wenn du das Falsche nimmst. Du wirst die ganze Nacht heute im Bett liegen und weinen. Das ist das Problem. Es gibt keine Vizekrone. Du bist kein Prinz oder so. Es gibt keinen Sommerprinzen. Es gibt nur einen Sommerkönig. SummerSlam 2021, also 8. Roman Reigns gegen Kevin Owens. Roman Reigns gegen Kevin Owens. War ein Main Event oder war zumindest ein Match? Das weiß ich, beim Royal Rumble. War es auch beim SummerSlam? Ach. Ich kann dich nicht sehen. Ich sehe einen neuen Sommerkönig. Es ist Roman Reigns gegen John Cena gewesen. Er hat seinen Titel verteidigt. Oh, hey, King TJ, der Erste. Wow, mit Feuerwerk. Was für Finale. Ich tausche meine Sonnenbrille gegen meine Krone. TJ hat eine Krone. Chris Melzig, du warst ein super Herausforderer, muss man sagen. Du hast Halbfinale und Viertelfinale als Bester abgeschnitten und heute fast alles erreicht. Wir wenden gleich natürlich noch sämtliche Antworten ein. Wir werden näher darauf eingehen, jetzt gleich im Nachschlag. Erstmal TJ, deine allerersten Worte als Sommerkönig auf dem Ring 2023.
All hail King TJ! Ja, jetzt verdient. Wir sprechen weiter in unserem Nachschlag für unsere Supporter auf Patreon oder Kanalmitglieder. Ich bedanke mich bei allen, die dieses Sommerquiz möglich gemacht haben. Das bin selbstverständlich ich, aber auch der Refflow, der Tobi hat sehr viel gemacht. Alle, die mitgemacht haben, die Teilnehmer, selbstverständlich. Ich freue mich auf ein nächstes Jahr. Wir werden wiederkommen. Sommerkönig of the Ring, bitte nochmal die Antworten einblenden, finde ich. Das wird die Leute interessieren. Ansonsten sage ich Dankeschön und auf Wiedersehen. Und wir schauen, wer der nächste Sommerkönig wird. Jetzt muss ich erstmal schlafen gehen.